Ich eröffne die 28. Sitzung des Stadtrates Zeitz am 4.5.2017. Dazu begrüße ich den Oberbürgermeister, unsere Bürgermeisterin, die Mitglieder des Stadtrates, die anwesenden Ortsbürger, die Mitarbeiter der Verwaltung, die Vertreter des Senioren- und Jugendbeirates, die Vertreter der Medien und der Presse sowie die Bürgerinnen und Bürger, die heute hier anwesend sind. Ganz herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Zunächst übergebe ich das Wort an unseren Oberbürgermeister, Herrn Diehme, zur Vorstellung unserer Beigeordneten Bürgermeisterin, Frau Katrin Weber. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute die besonders große Freude, Ihnen, Frau Katrin Weber, als neue Beigeordnete und damit Bürgermeisterin sowie Fachbereichsleiterin Recht und Ordnung vorstellen zu dürfen. Sie wissen, das Ganze hat etwas länger gedauert und schließlich konnte die Stadt Zeitz in zwei Instanzen im gerichtlichen Verfahren erfolgreich obsiegen. Und jetzt ist es endlich soweit. Frau Weber kommt aus Zeitz und ist Juristin und sie bereichert unsere Verwaltung bereits jetzt. Sie ist beruflich erfahren und besonders qualifiziert. Die Ernennungsurkunde habe ich ihr bereits am Montag vergangener Woche aushändigen können. Wir wollten da keine Zeit verlieren. Und Frau Weber, ich darf Sie bitten, ein paar Worte zu sich selbst zu sagen. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Mitglieder des Stadtrates, des Jugend- und Seniorenbeirates, werte Anwesende und Bürger der Stadt. Ich freue mich, jetzt bin ich endlich hier. Jetzt kann es losgehen, hoffe ich zumindest. Ich würde mich gerne noch mal kurz vorstellen. Der Oberbürgermeister hat es schon ganz in der Kürze der Zeit gemacht. Ich bin hier in Zeitz geboren und aufgewachsen. Vor allem in der Völkerfreundschaft. Also dieses Gebiet kenne ich dann auch besonders gut. Ich habe 99 hier am damaligen Otto-Behnisch-Gymnasium, jetzt Haus 2, Abitur gemacht und anschließend Jura in Dresden studiert. Habe mich dann auf Verwaltungsrecht spezialisiert und auch den entsprechenden Fachanwalt erworben. In den letzten 10 Jahren habe ich dann sehr umfassend und wirklich in allen Belangen, was die Verwaltung anbetrifft, Kommunen und Zweckverbände, alle öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Stiftungen, Anstalten vertreten, sowohl hier in Sachsen-Anhalt, aber teilweise eben auch in Sachsen. Das betrifft jetzt vor allem Kommunalabgabenrecht, Baurecht, Verwaltungsvollstreckung, also alles, was in dem Sinne anfallen könnte. Und ich hoffe, dass ich das jetzt hier auch entsprechend anwenden kann. Ein paar kurze Worte würde ich noch, ansonsten alles gerne im privaten Gespräch zu mir selbst noch sagen. Ich bin verheiratet und wenn ich jetzt nicht gerade hier, Kinder habe ich noch nicht, wenn ich nicht gerade arbeite, dann fotografiere ich sehr gerne. Das heißt, Sie werden mich auch öfter mal mit einer großen Kamera durch die Stadt laufen sehen. Was mich ganz, wenn ich dann noch mehr Zeit habe, was eher selten sein wird, finden Sie mich auf irgendwelchen Turnhallen in der Regel, weil ich seitdem ich 7 oder 8 bin, hier damals im Polizeisportverein angefangen habe, Karate zu machen. Und ich hoffe, dass ich das auch entsprechend weitermachen kann. Alles andere, wie gesagt, in Zukunft und gerne auch im privaten Gespräch. Und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Sind.
Moment. So, ich eröffne die Tagesordnung. Zunächst frage ich nach, ist ordnungsgemäß die Einberufung erfolgt? Gibt es Beanstandungen? Dann ist die Einberufung ordnungsgemäß durchgeführt worden. Ich stelle gleichzeitig die Beschlussfähigkeit fest. Es sind zurzeit 31 Stadträtinnen und Stadträte anwesend. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 2, rufe auf Tagesordnungspunkt 3, Änderung zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung. Kleinen Moment, Herr Häcksler. Ich möchte den Herrn Wink erst Platz nehmen lassen. Eine Wortmeldung, Herr Häcksler, zur Tagesordnung, bitte. Ein Änderungsantrag zur Tagesordnung betrifft den Tagesordnungspunkt 19. Ich möchte beantragen, diesen Tagesordnungspunkt in den nicht öffentlichen Teil zu verschieben. Nach meiner Ansicht ist es so, dass es ja Vermögen der Gemeinde betrifft. Geht ja auch um Zuschüsse. Und das ist nach meiner Auffassung ein Tagesordnungspunkt, der nicht öffentlich zu behandeln ist. Ich stelle also den Antrag, Tagesordnungspunkt 19 in den nicht öffentlichen Teil zu verschieben. Dankeschön, Herr Häcksler. Gibt es dazu eine Gegenrede? Herr Weißbrot, bitte. Ich habe jetzt nicht ganz genau verstanden, was Herr Häcksler uns damit sagen wollte mit den Zuschüssen, aber ich glaube, unser Antrag hat nichts mit Zuschüssen zu tun. Also das hat im öffentlichen Teil behandelt zu werden. Dankeschön. Gibt es weitere Anträge zur Tagesordnung? Herr Strauch, bitte. Ich möchte den Tagesordnungspunkt 26 in die Verwaltung zurückverweisen, da diese Vorlage erst gestern gekommen ist und wir in den Fraktionen nicht darüber beraten konnten, möchte ich noch eine weitere Beratungsfolge gerne haben, dass die Fraktionsvorsitzenden sich mit dem OB treffen und wir dann in den Fraktionen noch mal darüber reden können und dass wir einen Sonderstadtrat einführen. Danke. Dankeschön, Herr Strauch. Gibt es weitere Anträge? Dann gebe ich zunächst zur Tagesordnung noch folgende Information. Zu Top 9 wurden Änderungen zum Haushaltsentwurf elektronisch versandt und liegen Ihnen allen vor. Das ist der Fall. Zu Top 11, Friedhofsgebührensatzung, ist ein Austauschblatt Ihnen zugesandt worden, übergeben worden. Gibt es da Beanstandungen? Das ist nicht der Fall. Zu Top 18. Der Tagesordnungspunkt 18 wird zurückgezogen. Aus dem Ausschuss für Bildung, Soziales und Kultur sowie dem Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss liegen dazu Protokollauszüge vor. Zu Top 19 wurden zwei Schreiben des Burgenlandkreises vom 5.4. Gesundheitsamt sowie Integrations- und Ausländeramt elektronisch zugesandt und liegen Ihnen ebenfalls vor. Gibt es dazu Anmerkungen von Ihnen? Dann ist die Information so mit erfolgt. Wir kommen zu den Änderungsanträgen. Zunächst zu dem Änderungsantrag von der Fraktion Freie Wähler. Herr Häcksler,
beantragt, den Top 19 zu verlegen in den nicht öffentlichen Teil. Wer diesem Antrag Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Drei Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Dankeschön. Mit großer Mehrheit ist der Antrag somit abgelehnt. Wir kommen zum Antrag der Fraktion Die Linke, vorgetragen von Herrn Strauch, Top 26 von der Tagesordnung zu nehmen und zurück in die Verwaltung zu verweisen. Wer diesem Antrag Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt. Also ich würde gerne rausgehen. Ja, da würde jemand Einspruch erhebt. Ist doch nicht. So, wir kommen zur Abstimmung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Zwei Gegenstimmen. Gibt es Stimmenthaltungen? Zwei. Vier. So, mit großer Mehrheit so angenommen. Damit ist der Tagesordnungspunkt 26 im nicht öffentlichen Teil zurückgezogen, zu streichen. Bekannt gegeben hatte ich Ihnen ebenfalls, dass der Tagesordnungspunkt 18 zurückgezogen worden ist. Wir kommen jetzt zur Beschlussfassung zu der geänderten Tagesordnung. Wer dieser Tagesordnung die Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? Somit mit 32 Stimmen einstimmig angenommen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 3, rufe auf Tagesordnungspunkt 4. Entscheidung über Einwendung und Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung, der Sitzung vom 23.03.2017. Gibt es Einwendungen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Wer dem Beschlussprotokoll der Sitzung vom 23.03. im öffentlichen Teil Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimme. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Einer. Mit 31 Ja-Stimmen so angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Stadtrates, in der 27. Sitzung des Stadtrates. Zeits am 23.03. wurden im nicht öffentlichen Teil folgende Beschlüsse gefasst. Im Top 26 beauftragt der Stadtrat den Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Zeitz GmbH, Beschlussvorschläge zu Personalentscheidungen vorzulegen und das Stimmrecht der Stadt Zeitz in diesem Sinne auszuüben. Wurde beschlossen mit 17 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, eine Enthaltung.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 5 und rufe auf Tagesordnungspunkt 6, Einwohnerfragestunde. Bevor ich die Einwohnerfragestunde eröffne, gebe ich eine kurze Belehrung. Der Stadtrat sowie seine beschließenden Ausschüsse führen im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzung eine Einwohnerfragestunde durch. Frau Wetzelt, es stört. Sie sprechen hier laufend miteinander, das geht so nicht. Ich muss belehren, die Bürger müssen. Kein Problem, aber ich bitte um Disziplin. Der Vorsitzende des Stadtrates bzw. der Vorsitzende der Ausschüsse legt in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde fest. Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Bürger ein, kann sie geschlossen werden. Die Dauer der Fragestunde kann bis zu 30 Minuten betragen. Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, höchstens zwei Fragen zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Allgemeine Erklärungen oder Diskussionen sind keine Fragen und daher nicht zulässig. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den Oberbürgermeister, den Bürgermeister, den Vorsitzenden des Stadtrates bzw. des Vorsitzenden eines Ausschusses. Die Beantwortung einer Frage kann auf den zuständigen Fachbereichsleiter übertragen werden. Eine Aussprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die innerhalb von 4 Wochen gegebenenfalls als Zwischenbescheid erteilt werden muss. Ich eröffne jetzt die Einwohnerfragestunde. Bitte, gibt es Fragen? Herr Dubeck, bitte. Mein Name ist Horst Dubeck, wohnhaft Zeitz. In der Stadtratssitzung am 26.01.2017 stellte ich sinngemäß folgende Frage. Wie kann es sein, dass durch die Skandale in den Stadtwerken belastete Stadträte noch immer im Aufsichtsrat der Stadtwerke sitzen? Damaliger Hinweis: Abschlussbericht abwarten. Abschlussbericht liegt seit 4 Wochen vor. Bis heute keine Antwort. Frage 2. Abschlussbericht liegt vor. Zugänglich sind diese Informationen nur für Stadträte. Wieso stehen diese Informationen, die von großem öffentlichen Interesse sind, nicht heute auf der Tagesordnung? Dies ist kein Zeichen von transparenter Aufarbeitung, sondern erweckt eher den Eindruck einer Verduschungstaktik mit dem Ziel, es klang und leise im Sande versickern zu lassen. Das wäre ein erneuter Skandal. Skandal von Ihnen, meine Herren Stadträte, verursacht. Meine Herr Dübeck, ich hatte. Letzter Satz, entschuldigen Sie. Meine verehrten Stadträte, wozu haben wir Sie gewählt? Das waren meine 2 Fragen und ich erwarte, dass heute in diesem Raum dazu auch einmal eine Antwort gegeben wird. Wir haben noch ausgezeichnete Redner hier im Saal, die vom Rederecht reichlich Gebrauch machen. Herr Spähle, Herr Elsner, nicht zu vergessen. Herr Dübeck, Herr Weißbrot, ich muss Ihnen jetzt das Wort entziehen. Die Fragen sind gestellt. Ich bitte jetzt, bedanke mich, zu beenden. Kurze Kurve.
Wer wäre bereit, von den Stadträten dazu zu antworten? Die Stadträte sind angesprochen worden, gefragt worden. Ja, Moment, Moment, ganz ruhig. Ich. Herr Weißbrot, wir sollten toleranter sein, wenn unsere Bürger die Fragen stellen. Und die Frage steht, und wenn wir sie jetzt nicht beantworten, müssen wir dafür Sorge tragen, dass sie schriftlich beantwortet wird. Eine Antwort hat der Bürger verdient. So, drei Wortmeldungen. Herr Schröder, bitte. Ganz abgesehen davon, dass ich verstanden hatte, dass die Fragestellung von Herrn Dubeck an Herrn Oberbürgermeister gegangen ist, möchte ich doch als ehemaliges Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Zeitz eine Antwort geben, die ich auch schon gleichlautend der Mitteldeutschen Zeitung habe zukommen lassen. Das ist nachlesbar, weshalb ich das jetzt nicht weiter ausführe. Ich habe aber in diesem Presseartikel der Mitteldeutschen Zeitung eindeutig darauf hingewiesen, dass hier die Unschuldsvermutung bestehen muss bis zu dem Zeitpunkt, wo von einem zuständigen Gericht das Ganze in einer Klärung zugeführt wird. Dazu stehe ich auch heute noch. Und die Öffentlichkeit hat natürlich einen Anspruch darauf, auch diese Informationen zu bekommen. Aber ich selber lege auch Wert darauf, dass das gerichtsfest ist. Danke. Dankeschön, Herr Schröder. Herr Weißbrot. Ja, Herr Dubeck. Ich habe heute Morgen Einsicht in den Bericht genommen. Das ist ein Bericht, den die Stadtwerke Zeitz GmbH beauftragt und bezahlt haben. Und ich wurde vor Einsichtnahme darauf hingewiesen, dass dort absolute Vertraulichkeit zu bewahren ist. Was ich unter dem Gesagten, was Herr Schröder gesagt hat, auch absolut befürworte. Bisher sind das Untersuchungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche man so hinzunehmen hat, die aber nicht unbedingt neutral sein müssen. Bevor hier ein Gericht einen Spruch gemacht hat, gilt die Unschuldsvermutung und deswegen können wir hierzu nichts sagen. Danke, Herr Weißbrot. Herr Gentsch. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir diesen Bericht dieser Wirtschaftsprüfung angesehen, bald 2,5 Stunden, habe eingehend alles angesehen. Alles. Bloß eins muss ich sagen, Herr Schröder hat es bereits angeführt, es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung und wir können erst handeln, wenn die Staatsanwaltschaft das alles überprüft hat und dann alles losgeht. Aber vorher geht es nicht, muss ich eindeutig sagen. Danke, Herr Gentsch. Herr Müller, Dr. Müller, bitte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich kann den Unmut der Bevölkerung durchaus verstehen. Ich habe diesen Bericht an 2 Tagen durchgelesen, habe mir umfangreiche Notizen gemacht und war zum Teil erschüttert, erstaunt, was ich dort lesen musste. Richtig ist, dass dieser Bericht in den nicht öffentlichen Teil gehört, denn es hat mitunter juristische Relevanz. Und es werden Persönlichkeitsrechte berührt, die wir heute nicht öffentlich diskutieren können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es eine moralische Verantwortung gibt. Und die moralische Verantwortung sehe ich so, dass der, der betroffen ist, den Mut haben sollte, das öffentlich zu machen und sein Mandat niederzulegen.
Dankeschön. Danke, Herr Dr. Müller. Herr Exler, bitte. Dankeschön. So, Herr Rink, bitte. Ich möchte auf das, was Herr Dubeck gesagt hat, möchte ich dazufügen, es sind ungefähr 6 Wochen her, da, vielleicht sind es auch 8, konnte man in der Mitteldeutschen lesen, die Stadtwerke sind im Prinzip, der Anteil der Stadt ist Eigentum der Bürger. Insofern gehe ich mit Herrn Dubeck mit, dass man den Bürgern nichts verheimlichen soll. Es geht dabei nicht um Unschuld oder Schuldzuweisungen, es geht darum, wenn das so ist, dass die Stadtwerke der Anteil wirklich auch Bürgereigentum ist, dann finde ich, hat der Bürger auch das gleiche Recht zu erfahren, was Sache ist wie wir. Ich denke, der Bürger muss auch Einsicht kriegen in diese Unterlagen. Das hat nichts mit Schuld oder Unschuld zu tun. Danke. Dankeschön, Herr Ring. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dieser Anfrage? Eine Nachfrage, Herr Dubeck? Aber bitte nur eine Nachfrage. Keine Volksrede. Ich bedanke mich für das Gesagte vom Herrn Dr. Müller. Das trifft den Kern. Es geht heute nicht um die juristische Seite, es geht um die moralische Seite. Wir sind hier im Friedenssaal und nicht im Gerichtssaal. Und da erwarte ich einfach, dass unsere Herren Stadträte mal Farbe bekennen. Ja. Dankeschön. Bleibt doch ruhig. So, Herr Schröder nochmal. Herr Dubeck, ich habe Farbe bekannt und habe mich erklärt, dass im Zuge vorliegender Tagesordnung der Aufsichtsratssitzung ein Vorprogramm am Tag vorher und ein zweites Programm am nachfolgenden Tag immer ausgereicht wurde. Bei diesem Vorprogramm war meines Wissens vom Gesellschafter Gelsenwasser diese Veranstaltung geplant. So stand das da. Und ich habe zweimal im Rahmen dieser Tagesordnung daran teilgenommen. Soweit von mir die Erklärung und dazu stehe ich auch. So, danke schön. Gibt es weitere Anfragen der Bürger? Herr Pfalz. Mein Name ist Karl-Heinz Pfalz, wohne hier in Zeitz. Ich habe mit Freude und Überraschung den Zeitungsartikel von Herrn Däumler gelesen zur Weiterentwicklung des Personennahverkehrs. In dem Zusammenhang fielen mir so ein paar Sünden ein, die sich unsere Stadt wieder leistet. Es hat vor einem reichlichen Jahr eine Verkehrskonzeptuntersuchung gegeben, die die Stadt selbst in Auftrag gegeben hat, mit Ergebnissen und Vorschlägen. Ich habe hier schon heute das zweite Mal, der Herr Strauch auch einmal, nachgefragt nach dem Konzept für die Haltestellen in unserem Stadtgebiet. Denn wenn wir ein Verkehrskonzept vom Kreis bzw. von der BVG wieder übergestülpt bekommen, wie so manches andere, habe ich das große Bedenken, dass die Wünsche, die berechtigten Wünsche der Bürger nicht berücksichtigt werden. Deshalb meine Frage und Bitte, gibt es ein stadteigenes Haltestellenkonzept, dass man dann, wenn die Verhandlungen geführt werden sollen mit dem Kreis, mitnehmen kann als Diskussionsgrundlage? Oder überlassen wir das dem Kreis und gucken dann wieder zu, wenn die Busse eben nicht mehr da lang fahren, wo sie bis jetzt gefahren sind? Oder gucken wir zu, wie beim Brühl, wo dann hinterher, ich sage es mal auf Deutsch, gefuscht worden ist und jeder Bürger dieser Stadt sich ärgert? Das ist meine Frage. Danke. Dankeschön, Herr Pfalz. Bitte, Herr Immich, bitte.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Pfalz, im Wesentlichen haben Sie Ihre Frage ja schon selbst beantwortet. Der Burgenlandkreis ist Träger des Nahverkehrs. Die Stadt Zeitz ist an der PVG nicht beteiligt in keinster Form. Wir sind also auch kein Mitgesellschafter. So werden wir nur regelmäßig zu den Fahrplänen und zu dem Haltestellenkonzept, was wir auch nicht machen können, denn es ist, wie gesagt, wir sind nicht der Träger des Nahverkehrs, um Stellungnahme gebeten. Das geben wir auch regelmäßig ab. Und diese Untersuchung, die Sie nannten, zum öffentlichen Personennahverkehr, den also ein Büro gemacht hat und die auch hier im Friedenssaal vorgestellt worden ist, vor circa einem Jahr, ist natürlich in unsere Stellungnahme eingeflossen. Inwieweit sie Berücksichtigung findet, kann ich im Moment nicht sagen. Wie Sie in der Zeitung richtig gelesen haben, arbeitet man an einem neuen Plan, der die Baustellen, die dann eventuell nicht mehr sind, mit einbezieht. Und man wird sicherlich auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten diese ganze Sache regeln. Ich wiederhole mich, wir können nur eine Stellungnahme abgeben, können aber nicht Dinge regeln, auch Sie als Stadträte nicht oder als Behindertenverband, die nicht in eigener Sache sind. Das ist nun mal so und damit müssen wir uns an irgendeiner Stelle abfinden. Ansonsten kann jeder sich an den Burgenlandkreis wenden oder an die Kreistagsabgeordneten, die dort darauf Einfluss nehmen können. Wir können, wie gesagt, nur bitten bzw. in Form einer Stellungnahme auf die Belange aufmerksam machen. Zum Brühl nochmal, ich will es einfach nochmal nutzen, weil auch viel geschrieben wird. Ich hatte vorhin nochmal ein Gespräch im Rahmen einer ganz anderen Runde. Was wir alle vergessen, und auch Herr Pfalz natürlich vergisst, wie der Brühl vorher aussah. Es fiel mal im Ausschuss die Aussage, die Behinderten werden den Brühl nicht mehr benutzen. Ich frage mich, was war denn vorher mit den kaputten Platten, mit den Kanten und Ecken? Es war ja regelrecht gefährlich. Ich sage es noch einmal aus der Sicht, ich bin jetzt auch nicht in der Rolle, dass ich was verteidigen muss. Es war der einzig mögliche Kompromiss mit der zuständigen Denkmalbehörde. Und wir können jetzt lange daran rummeckern, ich sage es mal so salopp, was da alles hätte anders sein müssen. Es ging nicht anders. Die Alternative wäre gewesen, wir hätten ihn so gelassen, wie er ist. Das Problem mit dem Fahren oder mit dem Vorbeifahren an den Laternen, das wird zurzeit gelöst. Da gibt es also einen Vorschlag vom Büro Rheinsberger, der zurzeit bei unserer eigenen Verkehrsbehörde liegt. Und so wie ich die verkehrsrechtliche Anordnung habe, wird dort eine Bankgruppe aufgestellt, die also das Vorbeifahren aus Richtung Steindorf-Vorstadt rechts auf dem Gehwegbereich verhindert. Danke. Danke, Herr Immisch. Gibt es weitere Anfragen von den Bürgerinnen und Bürgern? Das kann ich nicht erkennen. Wie bitte? Herr Gönsch, können Sie gerne machen. Wir haben ja vorhin auch einen Herrn Dübeck geantwortet. Warum sollen Sie jetzt einen Herrn Pfalz nicht antworten? Bitte. Was Herr Pfalz angesprochen hat, besteht er zu Recht. Ich kenne Herrn Däumler persönlich über Jahre. Und mit Herrn Däumler kann man reden. Es ist doch die einfachste Sache, da brauche ich nicht den Kreis anzuschalten, sondern die Verwaltung ruft mal an bei Herrn Däumler und sagt, wir müssten uns mal unterhalten. Das ist der einfachste und der unbürokratischste Weg. Nicht anders. Und das geht zu machen. Da brauche ich doch nicht Zeit, Umwege zu machen. Also ich habe da kein Verständnis. Gut, danke, Herr Gönsch. Gibt es weitere Anfragen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Bürgerfragestunde, schließe den Tagesordnungspunkt 6, eröffne Tagesordnungspunkt 7, Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt und ihrer Verwaltung sowie über die Ausführung gefasster Beschlüsse. Bitte, Herr Oberbürgermeister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Mitglieder des Jugend- und Seniorenbeirates, Vertreter der Presse, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zeitz. Auch ich möchte Sie sehr herzlich zur heutigen Stadtratssitzung begrüßen. Zuallererst möchte ich noch einmal meiner Freude Ausdruck verleihen, dass wir mit Frau Weber als der neuen Beigeordneten eine aus meiner Sicht sehr gute Wahl getroffen haben und mein Team damit komplett ist. Dadurch wird es auch endlich möglich sein, Themen wie Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung in der Stadt effektiver anzugehen.
Und auch das Stadtjubiläum rückt mit großen Schritten immer näher. Bereits in einem Monat, am 5. Juni, beginnt die Festwoche und ich möchte Sie alle noch einmal ganz herzlich dazu einladen und um Unterstützung für unser großes Stadtfest bitten. Heute aber, so hoffe ich, beschließen wir den Haushalt 2017, der die Grundlage für weitere Maßnahmen und Investitionen in unserer Stadt ist. Schließlich haben wir bereits den Monat Mai und überall sprießt nicht nur das Grün an den Bäumen, sondern auch viele Baustellen sprießen förmlich aus dem Boden. Das ist auf der einen Seite lästig, auf der anderen Seite aber ein Zeichen dafür, dass es vorangeht. Und das wiederum beruht auch, und das möchte ich hier betonen, auf einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und Oberbürgermeister. Nicht zuletzt aber auch auf den Leistungen der Mitarbeiter der Verwaltung, die die hier gefassten Beschlüsse umsetzen. Und es besteht auch die begründete Hoffnung, dass viele Baustellen in naher Zukunft der Vergangenheit angehören und an vielen Stellen wieder freie Fahrt herrscht. Ich gehe nun über zu meinem eigentlichen Tätigkeitsbericht und komme zu einem der wesentlichen Punkte heute aus dem Sachgebiet Haushalts- und Rechnungswesen. In der heutigen Sitzung steht die Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 auf der Tagesordnung, welche die finanziellen Voraussetzungen für die Erfüllung unserer vielfältigen Aufgaben in diesem Jahr sichern soll. Hier möchte ich beispielsweise das Stadtjubiläum, die Sanierung des Bahnhofs und den Ausbau der Weißenfelser Straße nennen. Nicht zuletzt aber auch die Grundschule Zeitz Ost, die evangelische Grundschule bzw. das Projekt Franziskanerkloster und auch die GRW-Förderung für das Schlossparkensemble hängen von einem bis zum 30. Juni genehmigten Haushalt ab. Seit der Einbringung des Haushalts im Stadtrat am 23.03.2017 wurden die Festsetzungen und Ermächtigungen in den Fachausschüssen und in den Ortschaftsratssitzungen erörtert und beraten. Die Ihnen zwischenzeitlich zugegangenen Unterlagen zum Tagesordnungspunkt 9 betreffen im Übrigen die Zweckausgaben der Ortschaften sowie die Einrichtung eines Betriebes gewerblicher Art für die Durchführung von Stadtfesten. Dazu gibt es Kontenverschiebungen, die jedoch nicht das Gesamthaushaltsvolumen ändern. Für das Haushaltsjahr 2017 ist es möglich, im Ergebnisplan einen Überschuss in Höhe von 305.300 auszuweisen. Im investiven Bereich reichen die Einzahlungen nicht aus, um die geplanten unabweisbaren Investitionsmaßnahmen zu decken, sodass die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 1.324.500, der einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bedarf, veranschlagt ist. Um die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2017 nicht zu gefährden, wird weiterhin intensiv an der Überarbeitung der Eröffnungsbilanz gearbeitet, sodass diese bis zum 30.06. dem Rechnungsprüfungsamt zur abschließenden Prüfung vorgelegt werden kann. Die recht positive Haushaltslage in diesem Haushaltsjahr darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach dem derzeitigen Kenntnisstand für die Folgejahre erhebliche Fehlbeträge zu erwarten sind, denen wir mit geeigneten Konsolidierungsmaßnahmen wirksam entgegenwirken müssen. Dies ist Ihnen bekannt. Wir haben dazu bereits Gespräche geführt und es wurden von mehreren Fraktionen Vorschläge zur Verbesserung der Haushaltslage der Stadt Zeitz unterbreitet. Dafür möchte ich Ihnen ausdrücklich danken. Nun ist es unsere unmittelbare Aufgabe, diese Vorschläge entsprechenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu unterziehen, sowie hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und unter Beachtung aller damit verbundenen Auswirkungen zu prüfen. Lassen Sie uns die vor uns liegenden Aufgaben gemeinsam gestalten und um Kompromisse und Lösungen für gute Lebensbedingungen in unserer Stadt kämpfen und lassen Sie uns das Festjahr unserer schönen 1050-jährigen Stadt gemeinsam feiern. Damit uns dies gelingt, bitte ich Sie, Ihre Zustimmung zum Haushalt 2017 zu erteilen. Ich komme nun zum Fachbereich Recht und Ordnungswesen, Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz. Im März und April 2017 wurde die Feuerwehr der Stadt Zeitz zu 64 Einsätzen alarmiert.
Am Donnerstag, den 30.03.2017, wurde Zeitz Schauplatz eines Großbrandes am Thomas-Münzer-Platz, Paul-Wegmann-Schule. Dort stand ein Nebengebäude in Vollbrand und drohte, auf das Hauptgebäude überzugreifen. Der Brand konnte zügig, ich war persönlich Zeuge, von den Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Ebenfalls zu einem Großbrand kam es am 18.04. in der Bähnstraße in Zeitz. Es handelt sich um einen Brand von Holzpaletten und Kunststoffrollen. Am 25. und 26.04. wurden die hauptberuflichen Kameraden im Dienst Ortswehr Stadt Zangenberg und Ortswehr Aue-Eilsdorf zu zwei Gartenlaubenbränden gerufen, welche durch das beherzte Handeln schnell unter Kontrolle waren. Im Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz wurde im April auch der beschaffte Einsatzleitwagen 1 in Dienst gestellt und wird nun bei größeren Einsätzen zum Einsatz gebracht. Aus dem Sachgebiet Sicherheit und Ordnung ist zu berichten, der stationäre Blitzer im Ortsteil Theißen ging am 20.04. in Betrieb. Er kann wechselnd in beide Richtungen blitzen. Dies wird durch die zuständigen Mitarbeiter programmiert. Der Blitzer kann zwischen Fahrzeugtypen und Geschwindigkeitslimits unterscheiden. Die Auswertung der ersten Bilder erfolgt diese Woche. Kurz nach Inbetriebnahme wurde der Blitzer bereits mit schwarzer Farbe beschmiert, offensichtlich mit dem Ziel, diesen außer Betrieb zu setzen. Die Bilder sind jedoch trotz dessen brauchbar. Die Schmierereien wurden beseitigt. Der Frühjahrsputz dieses Jahr findet, wie angekündigt, am 6.5. statt. Damit ist die Stadt Zeitz in diesem Jahr Teil der, europaweiten Kampagne Let's Clean Up Europe. Auch Sie, meine Damen und Herren und alle Anwesenden, darf ich erneut herzlich zu einer Teilnahme einladen. Am Samstag um 9 ist das Treffen. Aus dem Fachbereich Soziales Zeitz, Sachgebiet Kultur und Tourismus, möchte ich berichten, in Planung und Vorbereitung sind die Vorbereitungen der diesjährigen Schlossparksaison, der Spielplan 2017-2018 für das Theater Zeitz im Kapitol und natürlich die Veranstaltung und das Programm zur 1050-Jahrfeier. Aus der Touristinformation ist zu berichten, dass der Verkauf der Festbeitragskarten am 1.4. angelaufen ist. Am 18.5. um 18 Uhr wird die Ausstellung 967, 1967 und 2017 1000-Jahrfeier in der Gewandhausgalerie eröffnet. Die Ausstellung wurde durch das Stadtarchiv entwickelt und ist ganzjährig in der Touristinformation zu sehen. Aus dem Bereich Stadtbibliothek, Medienausleihstelle, ist zu berichten. Nach dem Beschluss über die Schließung der Medienausleihstelle sind auf meine Initiative hin Überlegungen für den Erhalt dieser Institution angestellt worden. Am 19.04. hat eine erste Beratung mit den Wohnungsgenossenschaften 1. Mai und ZWG sowie mit der WBG stattgefunden. Ziel war es, eine weitere Leseversorgung in Zeitz Ost zu ermöglichen. Gegenwärtig ist die Form Büchertausch vorgesehen. Am 2.05. gab es dazu einen weiteren Beratungstermin, an der auch diesmal die Interessenten für die ehrenamtliche Tätigkeit teilgenommen haben. Aus dem Museum Schloss Moritzburg-Zeitz ist zu berichten, dass die Sonderausstellung Dialog der Konfessionen, Bischof Julius Pflug und die Reformation weiterhin laufen. Erste Vitrinen und Backlights wurden montiert. Die Eröffnung ist für den 4. Juni vorgesehen. Bis dahin handelt es sich um eine Baustelle und ist für Besucher nicht zugänglich. Aus dem Sachgebiet Bäder ist zu berichten, dass im Zeitraum 2.1. bis 30.4. insgesamt 9.586 zahlende Badegäste in der Schwimmhalle zu verzeichnen waren. Im Sommerbad Zeitz laufen die Vorbereitungen nach Plan. Am 3.5. werden Chlorgas und die Bäderchemie zugeschaltet. Die Abnahme durch das Gesundheitsamt wird voraussichtlich erfolgreich am 8.5.2017 erfolgen. Somit sollte der Eröffnung der Saison am 15.5. nichts mehr im Wege stehen. Das Waldbad Kainer kann hingegen nicht planmäßig eröffnet werden. Grund dafür sind Probleme beim Befüllen des Beckens aufgrund von Grundwasser. Aus dem Fachbereich Baurecht, Sachgebiet Bauordnung, in aller Kürze zu berichten. Ende März wurde für den Neubau des Verbrauchermarktes Edeka in der Schützenstraße die Baugenehmigung erteilt.
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans Nummer 72a in der Donalisstraße wurde Anfang April die Baugenehmigung für den Neubau eines Getränkemarktes und für die Errichtung eines Aldi-Discountmarktes erteilt. Der Ersatzneubau für das Tierheim Zeitz in der Naumburger Straße konnte am 24.04. genehmigt werden. Der Spatenstich ist bereits erfolgt. Die Ersatzvornahme zum Rückbau der Weißenfelser Straße wird nach Verfüllung der Baugrube abgeschlossen sein. Die Baugenehmigung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Steinsgraben wurde im März 2017 ausgereicht. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Und im Geltungsbereich des B-Plans der Innenentwicklung Nummer 73 in Theißen wurde der Neubau der Wohnanlage mit 11 barrierefreien Wohnungen genehmigt. Aus dem Fachbereich Technisches Zeitsachgebiet Hochbau ist zu berichten, dass hinsichtlich des Umbaus und der Erweiterung des Feuerwehrhauses im Steinsgraben mit einer Fertigstellung dieser Baumaßnahme weiterhin für Februar 2018 zu rechnen ist. Hinsichtlich der Kita Kleine Maulwürfe in Theißen, Gründungsertüchtigung ist zu berichten, dass nach Erteilung der Baugenehmigung im Monat Mai geplant ist, die entsprechenden Bauleistungen auszuschreiben. Die Realisierung soll dann im Zeitraum Juli bis Mitte September 2017 erfolgen. Zur Revitalisierung des Bahnhofszeits Bähnstraße ist zu berichten, die Entwurfsplanung für den Westflügel liegt vor und ist mit den zukünftigen Mietern abgestimmt. Es ist geplant, den entsprechenden Bauantrag noch im Mai einzureichen. Die Ausschreibungen für die erforderlichen Bauleistungen können frühestens nach Freigabe bzw. Bewilligung der beantragten Fördermittel erfolgen. Aus dem Bereich Beseitigung der Hochwasserschäden, Juni 2013 ist zu berichten, Abbruch Gebäudekomplex Schädestraße 6. Seit April 2017 erfolgt die Beräumung und Entkernung sowie Altlastenbeseitigung in den Gebäuden. Hier liegt seit kurzem auch der erheblich erweiterte Fördermittelbescheid über fast 1,7 Millionen Euro vor. Aus dem Sachgebiet Straßenbau und Verkehr ist zu berichten, Schützenstraße, erster Bauabschnitt. Wie Sie möglicherweise bereits der Presse entnehmen konnten, sind hier Einigungen mit allen Beteiligten erzielt worden und die Bauarbeiten gehen nun weiter. Zum Ausbau der Weißenfelser Straße ist zu berichten, dass mit den Baumaßnahmen am 3.4.2017 begonnen wurde. Bis Ende 2017 soll der erste Unterabschnitt bis Zufahrt NP-Markt fertiggestellt werden. Der Kreuzungsbereich Grüne Aue soll bis Mitte Juli fertiggestellt werden. Das ist etwas länger als ursprünglich geplant. In Vorbereitung befindliche Bauvorhaben. Dort ist im Wesentlichen die Gemeinschaftsbaumaßnahme Ausbau Steinsgraben zu nennen. Start ist August 2017. Von den Hochwassermaßnahmen ist zu berichten, dort gab es eine leichte Erweiterung. In Ausführung befindet sich weiterhin die Otto-Schlag-Straße und in Vorbereitung die Parkstraße, die Schädestraße, der Ausbau der Elsterstraße, die Freilichgradstraße, Gustav-Sobotka-Straße auf dem Schlagstück und schließlich die Tiergartenstraße, Abgabelung hinter Stadion. Aus dem Sachgebiet Gebäude- und Flächenmanagement ist zu berichten, Bereich Moritzburg, die Instandsetzung von 4 Fenstern im Balkensaal, Schloss Moritzburg, ist abgeschlossen. Diese Arbeiten waren erforderlich für die Ausstellung. Technik Schlosspark, der Brunnen an der Orangerie wurde durch eine Spezialfirma aus Borna neu abgedichtet und in Betrieb genommen. Der Johannisteich wird derzeit aus dem Mühlgraben über eine mobile Tauchpumpe und Schlauchverlegung befüllt. Aus den Ortsteilen ist zu berichten zum Thema Abwasserbeseitigung in Würchwitz, Zettweil und Kainer. Die Aufträge sind erteilt. Arbeiten an der Klärgrube Kegelbahn Würchwitz sind abgeschlossen. In der 18. Kalenderwoche ist die Umrüstung zur abflusslosen Sammelgrube für das Waldbad in Kainer abgeschlossen. Und Ende der 18. Kalenderwoche beginnt der Umbau an der ehemaligen Gaststätte Würchwitz. Zur Kita Geusnitz. In dieser Einrichtung ist es notwendig geworden, den defekten Heizkessel auszutauschen. Meine Damen und Herren, das war's soweit von meiner Seite. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich danke unserem Oberbürgermeister für den Bericht und schließe den Tagesordnungspunkt 7, rufe auf Tagesordnungspunkt 8, Anfragen zum Bericht des Oberbürgermeisters. Gibt es Anfragen Ihrerseits? Frau Späte, bitte. Herr Vorsitzender, ich möchte Herrn Oberbürgermeister noch mal bitten. Sie sagten im Bericht nahezu wörtlich, für den Abriss Schädestraße ist ein Bescheid mit einem erweiterten Umfang eingegangen. Nachdem ich kürzlich durch Zufall Gelegenheit hatte, auch mit dem Fachbereichsleiter das Thema kurz anzusprechen, ist mir jetzt nicht klar, was genau wird jetzt abgerissen, weil ich in Erinnerung habe, dass da auch noch ein anderes Gebäude mal mit in die Abrissmaßnahmen einbezogen werden sollte, nämlich das rechts der Straße, also das auf der gegenüberliegenden Seite, das ehemalige Gebäude, wo der Landkreis sich drin befunden hat. Könnten Sie mir das bitte noch mal erklären? Ich werde diese Frage weitergeben an Herrn Ebel. Also es ist so, ich habe da auch noch mal recherchiert, wie wir uns auch unterhalten hatten, der Abbruch des Gebäudes Schädestraße 6, für die Zeit, die ehemalige Puppenwarenfabrik, ganz früher mal die Kinderwarenfabrik Opel, die es ja auch mal gab, ist das, was der Oberbürgermeister in seinem Bericht erwähnt hatte, wo es auch diesen erweiterten Bescheid gibt für die Altlastenbeseitigung. Das Gebäude Schädestraße 5, ehemaliges C-Mark-Verwaltungsgebäude, ich habe da unter anderem auch mal gesessen in meinem früheren Leben, hat ja die Stadt Zeitz erworben, käuflich, vom Burgenlandkreis, ich kann es dir sagen, an der Stelle für 5.000 Euro, mit dem Ziel, gucke ich mal ein bisschen zur Frau Will, mit diesem Gewerbeband Weiße Elster dort unten wieder Gewerbe anzusiedeln, eventuell auch das Gebäude abzureißen. Da die Fördermittel, die hochwasserseitig aber der Burgenlandkreis beantragt hatte, in die Volkshochschule, in den Umbau der Volkshochschule zur Verkehrsbehörde, Einbau, Fahrstuhl und so weiter geflossen sind, steht dafür keine Förderung aus dem Hochwasserbereich mehr zur Verfügung. Das heißt, wenn wir es jetzt abreißen wollen, müssen wir es mit Haushaltsmitteln tun. Und das steht noch im Moment noch in Frage, da gibt es also noch keinen Ansatz, das zu tun. Was allerdings bedauerlich ist, wir haben das Gebäude in einem relativ nutzungsfähigen, bis auf den Hochwasserschaden nutzungsfähigen Zustand übernommen. Mittlerweile ist alles, was irgendwie sich versilbern lässt, in Anführungszeichen weg. Also es hat zahlreiche Einbrüche gegeben, wo also sämtliche Heizkörper, Kabelverbindungen und alles, was irgendwie sich losmachen lässt, weg ist. Also es steht wirklich nur noch die Hülle dort, die man wahrscheinlich dann, wenn wir keine andere Nutzung finden, wirklich nur noch abreißen kann. Aber dafür ist im Moment nichts geplant. Darf ich noch mal nachfragen? Bitte. Also das Gebäude, was ja zum Zeitpunkt des Hochwassers schon im Besitz der Stadt war oder nicht, nein, ja oder nein, war ja im Zweifel ja auch im Hochwasser. Also wir kriegen das jetzt auf gar keine andere Weise mehr in irgendeinem... Nochmal deutlich. Die 6, also Puppenwarenfabrik, das klar. War im Besitz der Stadt Zeitz, beziehungsweise haben wir uns ja kurz vorher noch bemüht, das Gebäude zu erwerben, um diese Förderung in Anspruch zu nehmen. Das Gebäude Nummer 5 ist nach dem Hochwasser erworben worden. Es war nach dem Hochwasser? Nach dem Hochwasser, ja. Vielen Dank. Herr Hedrich, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, werte Frau Weber, wir haben nun jemanden, der sich für die Ordnung und Sicherheit dieser Stadt verantwortlich fühlt. Ich frage hier ganz einfach an, und das erlebe ich täglich, wie gehen wir in der Stadt um mit den jetzt bestehenden, Frau Späte hat es, oder Herr Immisch hat das gesagt, betreffs des Gebäudes unten in der Schädestraße mit den Einbrüchen, die hier sind. Es vergeht kein Tag, dass in den 45 Anlagen dieser Stadt Zeitz und den 7 Anlagen in den Gemeinden nichts sicher ist. Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit der Polizei vor? Weil immer, wenn dort etwas passiert, wird gesagt, wir haben keine Kapazität. Zweitens, es entsteht ein immenser moralischer Schaden. Wir fühlen uns hier nicht mehr sicher. Die eine Sache sind die Karteneinbrüche, die anderen Sachen sind noch die anderen Diebstähle und Einbrüche, die hier passieren. Meine Frage nochmal, wie stellen Sie sich das vor, in Zukunft mit der Polizei oder den Behörden hier umzugehen?
Danke. Herr Hedrich. Klar. Lassen Sie mich ankommen, dann fangen auch die Beratungen auch mit der Polizei und allen zuständigen Leuten an und dann kann ich Ihnen da auch mehr dazu sagen. Aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, sehen Sie es mir nach. War mir noch nicht möglich, mich da so intensiv mit zu beschäftigen. Es steht selbstverständlich auf unserer Agenda. Gut. Ja. Herr Prüfe, bitte. Herr Oberbürgermeister, Sie erwähnten es Waldbad Kaina, dass das später geöffnet wird. Wie viel später? Wann? Und mal Grundwasser, was ist da genau? Tja, jetzt hoffe ich, dass ich jemanden finden kann, der dazu was sagen kann. Zu den Bädern. Frau Späte kann das sagen. Da muss ich diese Frage mitnehmen. Nee, kann doch am nächsten Mal. Der hätte doch mal die Frau Späte fragen. Nein. Herr Prüfer, Sie bekommen eine Antwort schriftlich. Ja, die Ortsbürgerin, Meisterin hätte vielleicht auch was, nicht? Ja, Sie können jetzt nicht jemand antworten und dann eine Antwort. Die Frage war an Oberbürgermeister gerichtet. Sie bekommen eine Antwort. Ich denke mal, ist abgehakt. Frau Reinhardt, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Frage geht in Richtung Ausbaumaßnahme Weißenfelser Straße. Konkret die Ausschilderung der Baustelle. Wenn man von Theißen her nach Zeitz reinkommt, B91 Kreisverkehr, dann ist ausgeschildert frei bis Baustelle. Der Fremde, der Gast, der Hinzukommende kann sich nicht auskennen, wo beginnt, wo endet die Baustelle. Verunsicherungen gibt es auch bei Einwohnern, bei Hiesigen und insbesondere ist es auch nicht zufriedenstellend, eine solche pauschale Ausschilderung für die ansässigen Unternehmen, ob das die Tankstelle ist, BP, ob das das Bauunternehmen ist etc. Gibt es hier konkretere Beschilderungen, ist das im Blick oder wie verhält es sich damit? Also es handelt sich ja auch nicht um eine Sackgasse, also es geht ja, ja, sozusagen am Ende weiter und würde man eine Sackgasse ausschildern, jetzt ohne das zuständige Sachgebiet näher befragt zu haben, würde man eine Sackgasse ausschildern, glaube ich, würden noch viel weniger Menschen in die Weißenfelser Straße fahren, was, glaube ich, den Gewerbetreibenden noch weniger recht sein dürfte. Also ich meine, die Straße ist bis zur Baustelle frei und dann kommt die Umleitung dort. Okay, niemand weiß, wo die Baustelle beginnt. Es ist eine Schwierigkeit. Ist das von Relevanz? Ich denke schon. Also ich wurde angesprochen von den ansässigen Unternehmungen dort. So, der Herr Immich möchte noch was dazu sagen. Bitte, Herr Immich. Ganz kurz nochmal zur Beschilderung. Die Beschilderung beruht ja auf einer verkehrsrechtlichen Anordnung, konkret von Herrn Beckel. Das muss ja die Firma beantragen. Natürlich ist das vorab gesprochen, wie das Ganze laufen hat. Und hat den Sinn, dass natürlich, wie Sie selbst sagen, der überörtliche Verkehr von den Anliegern getrennt wird und schon die große Umleitung, die ja auf der Ortsumfahrung, auf der B2N liegt, nutzt. Es ist natürlich nicht zu verhindern, dass sogenannte Insider die bestehenden Verbindungen über Gärtnerstraße, Paul-Roland-Straße nutzen oder auch übers Gebind. Wir haben da auch schon zahlreiche Beschwerden und auch die Polizei hat sich schon an uns gewandt. Das haben wir jetzt am Beckel weitergegeben, eventuell dort eine Tonnagebegrenzung einzuführen. Aber generell, was die Unternehmen sind, hat es ja auch hier im Friedenssaal zwei Informationsveranstaltungen gegeben. Eine vor der Anlieger, das sind die Grundstückseigentümer, die also mit Beiträgen nicht unerheblich belastet werden, und eine für die Unternehmen, und denen ist zugesichert worden, und da müsste ich mich über den Stand nochmal kundig machen, dass wir an den Umleitungsbeginn, also oben am Kreisverkehr oder am Ortseingang, Tafeln aufstellen, an
denen die ihre Hinweistafeln befestigen dürfen, wo dann steht, bis Tankstelle frei oder diese Dinge. Das ist besprochen worden. Wenn es jetzt da noch kein Feedback gibt, werde ich mich noch mal erkundigen. Frau Will, denke ich, kennt das auch noch. Na gut, dann müssen wir uns noch mal drum kümmern, aber wir haben die Möglichkeit eingeräumt und ich weiß selber, dass in der Ausschreibung für die Maßnahme diese Tafeln, das Stellen der Tafeln mit drin war. Reicht die Auskunft, Frau Reinhardt? Ausreichend die Auskunft, ja? Gut, danke. Eine kleine Ergänzung, sparen wir uns vielleicht Schriftverkehr. Der Höfer sagte mir gerade, seit heute steht die Tafel. So, weitere Anfragen, Herr Hedrich nochmal, ja. Herr Oberbürgermeister, im Bildungsausschuss habe ich betreffs der Sicherheit und Ordnung im Schlosspark bzw. da unten im Lagergelände gefragt, weil es darum ging, den Sicherheitsdienst dort zu tätigen, wie hoch die Schäden in der Vergangenheit waren, die dort durch Einbrüche bzw. durch Vandalismus passiert sind. Meine Frage ist heute, wann erfolgt für die Stadträte die Zuarbeit? Uns wurde zugesichert, dass das erfolgen kann. Das hat auch eine ganz einfache Ursache. Dann können wir als Stadträte abschätzen, was brauchen wir überhaupt dort unten für Sicherheitsmaßnahmen oder wie soll sich die in Zukunft gestalten. Es wurde uns vorgestellt, aber diese Information fehlt mir noch. Also soweit jetzt nicht ein Mitarbeiter aus der Verwaltung diese Summe nennen kann, kann ich diese Frage nur mitnehmen. So, Herr Posalski. Meine Frage betrifft nochmal das Gebäude in der Schädelstraße, das wir käuflich erworben haben. Die Frage bitte zum Protokoll. Wo und wann haben wir den Kauf dieses Objektes beschlossen? Jedenfalls vor meiner Zeit, Herr Immisch, wenn Sie... Das Wo und Wann kann ich nicht beantworten. Ich weiß aber ganz genau, und das kann man im Protokoll sicherlich nachlesen, dass Dr. Kunze als der Vorgänger von Herrn Thieme das im Hauptausschuss mal thematisiert hat und sich dort die Zustimmung eingeholt hat. Weil bei 5.000 Euro, ich hatte vorhin die Summe ja genannt, fällt das nicht in die Zuständigkeit des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Also eine Verwaltungsangelegenheit. Er hatte aber auch auf unser Drängen hin, Herr Meinecke war in Anführungszeichen überglücklich, dass er dann Eigentümer von dem Gebäude wird, hatte er das öffentlich, also im nicht öffentlichen Teil im Hauptausschuss angesprochen und hatte mit dem Veto und mit dem positiven Veto des Hauptausschusses dann den Erwerb, also den haben wir dann, den Notartermin hat der Meinecke dann wahrgenommen mit dem Kreis. Herr Posalski, eine Nachfrage, oder? Tja, ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass es irgendwo niedergeschrieben ist, aber dieses Protokoll möchte ich gerne dann am Beschlussprotokoll angeheftet haben. Danke. Ja, Herr Posalski, wenden Sie sich bitte an den Sitzungsdienst. Ich kläre das mit der Frau Herrmann ab. Das bekommen Sie, wenn es vorhanden ist. Herr Weißbrot, bitte. Also ich kann mich durchaus erinnern, dass es um den Erwerb dieses Objektes ging. Im Detail habe ich das nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass es darum ging, das Gebäude zu erwerben, um es abzubrechen. Und uns wurde damals in Aussicht gestellt, das mit den Hochwassermitteln zu tun, die dort zur Verfügung stehen. Also dass die jetzt in der Volkshochschule stecken, davon höre ich heute zum ersten Mal. Weil damit war der ganze Kauf natürlich, also wir haben auf der linken Seite jetzt das Geld, um eine Ruine abzureißen und haben uns auf der rechten Seite eine dazu gekauft ohne das Geld. Können Sie nichts dafür? Aber das höre ich heute zum ersten Mal. Also das bin ich ein bisschen satt. So, Frau Späte, bitte eine Anfrage. Ja, Herr Vorsitzender, bitte um Entschuldigung, dass meine Nachfrage hier jetzt so eine Diskussion ausgelöst hat. Wenn ich
meine Erinnerung richtig sortiert habe, war es so, dass man versuchen wollte seitens der Stadt Zeitz, das hatte sicher dann der Herr Otto auf dem Tisch, bitte Daumen Nachsicht, eben diesen Fördermittelantrag für die Städtestraße 6 so auch aufzubauen, dass man vielleicht von der Menge der abzureißenden Mauern da im Zweifel auch die 5 mit einbezieht. Und das sollte verhandelt werden, nachdem ja das Gebäude sozusagen nach dem Hochwasserschaden in das Eigentum der Stadt übergegangen war. Das sollte mit dem Landesverwaltungsamt verhandelt werden. Nun können wahrscheinlich alle hier heute nicht wissen, was Ergebnis dieser Verhandlungen war. Im Zweifel ist jetzt der Fördermittelbescheid, so wie er ist, selbstverständlich erstmal da und gilt nur für die Nummer 6. Es wäre ja eine Anregung, genau das nochmal nachzuprüfen. Es muss ja da auch irgendwelche Aktennotizen dazu geben. Also ich würde sehr darum bitten, ich sehe, Frau Weber notiert sich das schon, vielleicht gibt es da eine Aktenlage, die Sie nochmal nachschauen. Danke. Also nach meiner Kenntnis ist es so, dass die Hochwassermittel für die Schädestraße 5 zulässigerweise in ein anderes Objekt investiert wurden, aber sie wurden ausgezahlt und standen daher nicht mehr der Stadt Zeitz zur Verfügung. Da meldet sich noch jemand. Naja, das ist sehr spannend. Herr Schaller? Herr Immisch stimmt zu. Entschuldigung, Herr Oberbürgermeister. Frau Schaller, kann man hinter dem Pult nicht sehen? Sie nehmen es mal bitte nicht übel, dass ich das so spät erkannt habe. Ja, meine Damen und Herren, es geht darum, die Schädestraße 6 wurde separat behandelt. Dementsprechend wurden auch mit der Hochwasserförderstelle beim Land gesprochen. Wir waren damals nicht Eigentümer. Es gab eine ganz komplizierte Konstellation zu den Eigentumsverhältnissen. Und wir hatten die Bedingungen gestellt, wir würden uns bemühen, das Grundstück zu erwerben, aber nur unter der Bedingung, dass wir Fördermittel bekommen. Und es gibt Vorlagen, die sind hier vorgetragen worden. Wir können die gerne ausreichen. Und es betraf wirklich nur die Schädestraße 6 und Schädestraße 5 wurde total separat behandelt. Das war's. Dankeschön, Frau Schaller. Ich gehe davon aus, Sie reichen die Unterlagen weiter an die Fragesteller, damit es zur Klarheit kommt. Jetzt hatte sich die Frau Rosner-Sauerbier gemeldet. Also es wurde hier eben gesagt, das wurde nur zum Abriss gekauft. Ich habe das in Erinnerung, wenn ich jetzt nicht die Gebäude verwechsle, aber eigentlich hat damals Dr. Kunze gesagt, wir haben die einmalige Gelegenheit, das zu erwerben und wir wollen das Stadtarchiv da reinmachen. Und ist das, bin ich erst beim falschen Gebäude oder was? Ja, dann tut's mir leid. Und er hatte sogar die Kinderwagenfabrik gefragt, ob die wieder eventuell da reingehen würden. Jetzt habe ich dann vielleicht die Hausnummer verwechselt. Okay, dann habe ich Unrecht. Also ich denke, das wird sich dann aus den Protokollen ergeben. So, weitere Anfragen? Kann ich nicht erkennen. Dann schließen wir den Tagesordnungspunkt 8. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 der Stadt Zeitz und dem dazugehörigen Haushaltsplan mit seinen gesetzlichen Bestandteilen und Anlagen. Dazu liegen zwei Anträge vor. Den Einreicher bitte, Herr Weißbrot, möchten Sie vortragen? Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben folgenden Änderungsantrag. Der Stadtrat der Stadt Zeitz beschließt, dass die Haushaltsstellen 25200.68.11001 barocke Residenz mit dem Sperrvermerk zu versehen sind. Wir möchten dazu kurz erläutern. Also wir möchten, dass dieser Haushalt heute beschlossen wird, damit wir notwendige Investitionen in Angriff nehmen können. Aber mit diesem besonderen Punkt haben wir ein gewisses Problem. Zum einen ein grundsätzliches, wie seitens der Verwaltung verfahren wird, wenn Fördermittel bereitgestellt werden, dass wir das mehr oder weniger erst erfahren, wenn schon ein fertiges Projekt in der Schublade ist.
Aus unserer Sicht hat der Stadtrat zu befinden, wie Fördermittel, die in diesem Falle sogar wahrscheinlich noch zu 100% gegenfinanziert werden, zur Verfügung stehen. Man kann sich sicher trefflich darüber streiten, ob die im Schloss oder aus unserer Sicht vielleicht im Goethepark oder besser angewandt sind. Aber das ist die Entscheidung des Stadtrates. Wir wurden gestern nochmal vom Oberbürgermeister informiert, dass der Landrat wohl die Aussage getroffen hat, dass die Fördermittel für die Leuchttürme zu verwenden sind. Ja, wenn das die Museen und Schlösser sind, dann nehmen wir das so hin. Andererseits ist das die Aussage des Stadtrates, des Landrates, der unseren Eigenanteil finanziert. Die Aussage der Stelle, die kompletten Fördermittel ausreicht, die kennen wir in der Form nicht. Wir hatten das ja nicht ohne Bedacht gemacht. Wir hatten auch vorher die Richtlinien durchgelesen. Dort ist das nicht so definiert. Und wir hatten uns auch vorher schon mal mit dem Landkreis ins Benehmen gesetzt. Da wurde diese Aussage noch nicht ganz so getroffen. Das ist aber jetzt eine grundsätzliche Frage. Zum Weiteren haben wir ein gewisses Problem damit, wenn hier mit diesen Geldern von geplanten 4 Millionen Euro geplant ist, den Marstall wieder aufzubauen. Zum einen wissen wir, wenn ein Museum gebaut wird, dann wird es meistens noch deutlich teurer. Das haben wir bei verschiedenen Maßnahmen gesehen. Zum anderen ist es so, wir schaffen wieder zusätzliche Flächen, die uns hinterher mit Betriebskosten belasten. Zudem steht für die Flächen, die neu geschaffen werden, überhaupt noch keine Verwendung fest. Also es wird jetzt darüber geredet, dass man eventuell dort Versammlungsräume macht, um den Festsaal zu entlasten. Aber was genau ist, steht nicht fest. Wir planen einige hundert Meter weiter mit erheblichen Fördermitteln. Also ich kenne jetzt nicht den genauen Betrag, irgendwas um die 10 Millionen Euro plus 3,5 Millionen, ich glaube, aus Hochwassermitteln, die Zekiwa-Immobilie zu sanieren, um dort das Archiv reinzubringen. Damit schaffen wir wieder Sachen, wo enorme Betriebskosten anfallen. Und ich denke, wenn die Flächen immer größer werden, wird auch der Ruf nach mehr Personal laut. Aber das sind alles Sachen, die man durchaus diskutieren kann. Und wenn der Stadtrat zu der Ansicht kommt, dass das Geld im Schloss am besten angelegt ist, dann ist es so. Aber das ist unseres Erachtens nach die Entscheidung des Stadtrates. Und deswegen sollte der Sperrvermerk gemacht werden, damit wir hinterher noch darüber diskutieren können. Ansonsten ist es vorbei. Ansonsten stimmen wir dem Haushalt komplett zu, weil wir wollen, dass es vorwärts geht. So, danke, Herr Weißbrot. Herr Oberbürgermeister, bitte. Ja, sehr geehrter Weißbrot, sehr geehrte Damen und Herren, auch dieses ist natürlich wieder eine relativ komplexe Geschichte. In diesem Fall ist der Landrat auf die Stadt zugekommen, wie auch auf andere Städte, überwiegend auf Museen. Und es geht um die Förderung von Leuchttürmen, Türmen überregional bedeutenden kulturhistorischen Städten. Das ist eingebettet in die GRW-Förderung. Das bedeutet, es dient der Beförderung der lokalen Wirtschaft. Die Kriterien sind so eng und auch sozusagen vom Schenker, möchte ich sagen, vom Fördermittelgeber, so gesetzt, dass im Prinzip nur Schlösser oder zum Beispiel das Kloster Memleben oder Ähnliches darunter fallen. Die Verwendung ist nicht so frei, wie man das gerne hätte, wie auch ich das gerne hätte, aber hier geht es um über 6 Millionen, die wir letztendlich nur nehmen können oder ablehnen können. In diesen 6 Millionen oder über 6 Millionen sind sehr viele Projekte enthalten, vom Schlossteich bis zur Überdachung der Bühne im Schlosspark, bis zum Umzug des Stadtarchivs. Wenn es jetzt um die Kasematten oder weitere Gebäude geht, die vor einiger Zeit mal zusammengefallen sind, dann ist das, glaube ich, ein Zustand, über den man nicht dauerhaft glücklich sein kann. Wenn das zusammengefallen ist, ist das ein Unfall und ich glaube, es wieder aufzubauen, ist der einzig richtige Weg. Es so zu lassen, würde ich sagen, jedenfalls nicht. Und es gibt, ich habe
mich auch weiter damit auseinandergesetzt. Es gibt den tatsächlichen Plan, in diesen Marstall das Depot zu versetzen. Und das Depot kann dort teilweise zur Schau gestellt werden. So groß sind die Räumlichkeiten auch nicht, aber es führt eben dazu, dass Räumlichkeiten im eigentlichen Schloss freigezogen werden und als weitere Ausstellungsflächen zur Verfügung stehen. Und was ich sagen will, ist letztendlich, wir können dieses Geld nehmen, aber wir können es nicht anderweitig verwenden. Und das ist ein einmaliges Geschenk, das werden wir so nie wiederkriegen. Im Schlossparkbereich, im Schlossensemble ist erheblicher Bedarf, den wir niemals anderweitig decken können werden. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch einen Änderungsantrag stellen zu dem Antrag, der hier eben verlesen wurde, und ich möchte diesen Antrag verlesen, und zwar, weil er ansonsten nicht umsetzbar wäre. Es ist ein Antrag, der quasi davon ausgeht, dass die Fördermittel anderweitig verwendet werden können, und ich möchte diesen Beschluss, wenn überhaupt, ich muss sagen, ich bin dagegen, weil wir uns kein Blei an die eigenen Füße binden müssen, aber ich würde ihn, wenn überhaupt, wie folgt ändern. Und zwar, der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob die GRW-Förderung für die Maßnahme Aufwertung des Goetheparks und Weiterentwicklung des Konzepts Grünes Band verwendet werden können und bei positiver Prüfung eine Grobkonzeption zur Umgestaltung des Goetheparks zu erstellen. Hierzu wird der Oberbürgermeister verpflichtet, die Investitionsmaßnahme 25218001 barocke Residenz mit einem sogenannten Sperrvermerk bis zum Abschluss der Prüfung zu versehen. Das ist mein Änderungsantrag. Danke. Dankeschön. So, Herr Heller, bitte eine Gegenrede noch. Nein, Herr Vorsitzender, keine Gegenrede, weil wir sind in der Haushaltsdiskussion. Ja. Und da sollten wir über den Gesamthaushalt reden. Wir hatten bereits angekündigt, dass die Fraktion Die Linke dem Haushalt zustimmt. Wir hatten allerdings auch im Hauptausschuss uns dazu bekannt, dem Sperrvermerk, also dem Antrag Herrn Weißbrot, zuzustimmen. Mit dem Punkt hinter dem Sperrvermerk. Ohne Begründung, ohne alles. Wir haben uns schon was dabei gedacht. Deshalb ist aus meiner Sicht der Änderungsantrag entbehrlich. Der Sperrvermerk hindert uns doch nicht, die Mittel anzunehmen, in keinster Weise. Da hindert auch nicht, da was zu machen. Da hindert auch nicht, uns gemeinsam miteinander zu reden, um irgendwie mal zu versuchen, konzeptionell das nachvollziehbar zu gestalten. Mehr ist doch gar nicht erwartet. Ich denke, ich kenne keinen im Raum hier, der die Mittel nicht haben will. Das kann ich so nicht erkennen. Und aus unserer Sicht ist der Antrag, der im Hauptausschuss gestellt worden ist, und den anderen hat Herr Weißbrot heute auch nicht gestellt, genauso gestellt, wie er dann dort beschlossen wird, als Ergänzungsantrag zum Haushalt. Nicht mehr und nicht weniger. Deshalb kann ich dem schon folgen, wenn natürlich sich daraus noch die Verwaltung an der Spitze sehen, Herr Oberbürgermeister, verpflichtet fühlt, darüber hinaus Mittel zu akquirieren für die anderen Projekte. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Vielen Dank. Ich möchte kurz noch ergänzen, wenn ich darf. Es wird im nächsten Bauausschuss nochmals eine tiefergehende Vorstellung dieses Projekts erfolgen. Wir sind da bereits in der Erarbeitung. So, Herr Schröder, bitte. Ja, also ich kann mit den Antrag von der Allfraktion bis zum Punkt 3 mitgehen. Andererseits befürchte ich jetzt, wenn wir hier den Punkt 4 drin lassen mit dem Goethepark, dass wir dann in Gänze eine Steilvorlage liefern, hier überhaupt nicht berücksichtigt zu werden, weil der Goethepark ein externes Objekt ist außerhalb des Schlosses Moritzburg. Das bitte ich zu bedenken bei dem Ganzen. Ich kann mir das auch wünschen, dass der Goethepark ordentlich hergerichtet wird, aber so wie ich das hier gelesen würde, habe zu diesen Fördermitteln, sag es nochmal, wäre das ein externes Objekt. Ja, ja, danke. Herr Weißbrot, Sie hatten einen Geschäftsordnungsantrag.
das ist vielleicht nicht richtig rübergekommen. Im Hauptausschuss wurde dieser Beschluss nicht so gefasst. Es hört auf nach dem Sperrvermerk, wer hat es jetzt vor sich? Also die anderen Punkte sind nicht beschlossen worden und das habe ich heute auch nicht beantragt. Ich habe lediglich den Sperrvermerk. Also alles andere steht heute nicht zur Debatte. So, bitte, Herr Oberbürgermeister. Aber es fehlt mir dann aber an Bestimmtheit und Klarheit, wie man diesen Sperrvermerk wieder entfernen kann. Denn die Sperre muss ja irgendwie aufgelöst werden können. Der Reihe nach. Herr Hedrich, bitte. Dann Frau Späte. Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender zum Haushalt, die kleinste Fraktion dieses Stadtrates wird im Grundsatz diesem Haushalt zustimmen. Ich verstehe auch den Kollegen Weißbrot. Wir haben einzig und allein im Bildungsausschuss dieses Projekt vorgestellt bekommen. Es ist dann verwunderlich gewesen, dass es dann nicht weiter in die Ausschüsse bzw. in die Gremien gegangen ist, zumindest zur Information. Es gibt eine Information und dieses Projekt stand im Allriss, das konnte man sich rausziehen. Es muss uns jemand mal plausibel machen, was dieser Sperrvermerk für Auswirkungen hat. Ich möchte auch, dass das Gelände unten in der Moritzburg, ich weiß nicht, wer dran schuld war, dass es dort eingestürzt ist oder vielleicht dort eine falsche Baumaßnahme oder Baudurchführungen. Ich möchte ganz einfach wissen, wie das dann weitergeht. Wenn wir dieses Geschenk nicht annehmen, dann wird es so liegen bleiben über Jahre, weil wir in Zukunft dazu kein Geld haben. Wenn mir jetzt jemand erläutert, der Sperrvermerk ist nicht schädlich und man mit dem Landrat darüber redet, dass wir uns erstmal befinden müssen, wie wir das in Zukunft gestalten, weil es gibt für uns noch keine Vorstellungen oder es wurde uns noch keiner gesagt, was dort rein soll, wie das ist oder wer die zukünftigen Betriebskosten bzw. die Kosten dort trägt. Das bitte ich ganz einfach zu erläutern. Dann würde ich diesem Sperrvermerk ganz einfach zustimmen, weil man muss ja dann noch eine Lösung finden, aber Sie haben gesagt, wie kriege ich den Sperrvermerk wieder weg? Wenn ich ganz kurz noch ergänzen darf, ich habe gestern mit dem Landrat telefoniert und er hat mir gegenüber erklärt, dass eine Einbeziehung des Projektes Goethepark in diese Förderung nicht in Betracht kommt. Es muss überregional bedeutsam sein. Und die Förderung des Goetheparkes, so sehr ich das auch gerne würde, ist nichts, was den Tourismus unterstützt oder die örtliche Wirtschaft. So, Frau Späte. Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, liebe Stadträte, 1990 war das ganze Projekt Moritzburg eine Ruine. Und die Moritzburg ist damals von Minister Rehberger aus demselben Programm unter dem Ziel touristische Infrastrukturförderung mit Millionen D-Mark wieder saniert worden. Inklusive aller Bemühungen um den Dom, der auch der Stadt Zeitz gehört, das will ich hier gar nicht ausführen, gab es bereits damals von der katholischen Gemeinde, und Pfarrer Schelens hat hier gestanden und hat das auch vorgetragen, die Rede habe ich noch, die Idee, das Gemeindezentrum in den Bereich der ehemaligen Wäscherei Marstall hineinzubauen. Das ging leider nicht und es gab dann die kluge Idee eines hervorragenden Architekten, den die katholische Gemeinde beschäftigte, dass eben in Verbindung mit dem Kreuzgang und dem Neubau des Kindergartens das katholische Gemeindezentrum dort entsteht. Es blieb immer offen, was aus dem jetzt in Rede stehenden Wäscherei
Gelände, also Wäscherei, Marstall, Gebäude wird. Die Stadt Zeitz konnte es nicht besser erhalten, als dass es dann zusammenfiel. Das können wir beklagen, aber dafür haben, glaube ich, dann alle dieselbe Verantwortung, mehr oder weniger. Wenn es jetzt so ist, dass das Land Sachsen-Anhalt in dieser Wahlperiode das erste Mal, wir haben ja, wie Sie alle wissen, einen Kulturminister neuerdings, dass das Land Sachsen-Anhalt sagt, wir müssen etwas tun für unsere Museen, weil auch das zur touristischen Infrastruktur gehört, dann ist das die Idee. Und es gibt eine Richtlinie aus dem Land Sachsen-Anhalt in Verbindung mit diesem Programm, was Bundesmittel, EU-Mittel, Landesmittel und Eigenmittel des Antragstellers beinhaltet, touristische Infrastruktur im Bereich Museen und kulturelle Einrichtungen jetzt erneut in die Antragsmöglichkeit einzubeziehen. Und hier hat der Burgenlandkreis, und ich darf deswegen auch heute hier nochmal als Kreistagsabgeordnete Ihnen sagen, wir haben seit Jahren den verschiedenen Landräten in den Ohren gelegen und gesagt, der Landkreis muss auch in bestimmten Umfang Kultur und Sport mehr fördern, als es bisher getan hat. Es ist eine freiwillige Aufgabe und der Kreis war finanziell dazu bisher auch nicht in der Lage. Er ist es nun in diesem kleinen Zeitfenster der sogenannten Lützenmillionen. Und wir haben dann auch besonders in unserer CDU-Fraktion gemeinsam mit dem Landrat darüber beraten, inwieweit, selbstverständlich muss der Kreistag das auch noch beschließen, wie weit es Möglichkeiten gibt, hier die Kommunen in diesem Bereich zu unterstützen. Und deswegen kam die Idee, die Eigenanteile in diesem Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW Infrastrukturförderung, für die Städte zu übernehmen, die diese Eigenanteile selbst nicht haben und die überregionale Museen haben. Und da gibt es Projekte, da wurden die Städte gebeten, Projekte vorzuschlagen, die hier in den engeren Kreis kommen. Und das sind Projekte vorgestellt worden und ich sage Ihnen, wir stehen da im Wettbewerb. Es sind Projekte vorgestellt worden, Jahnmuseum Freiburg, Kloster Memleben, Romanisches Haus Bad Kösen, Arche Nebra, Schlossmuseum Weißenfels, Museum Zeitz. Und die Fördermittelbeantragung ist jetzt unsere Aufgabe. Und die Fördermittelbeantragung funktioniert nur, wenn im Haushalt der Stadt Zeitz eine Produktnummer und eine Produktgruppe steht mit der Summe, um die es hier geht. Und erst wenn das da drin steht, kann der Oberbürgermeister irgendeinen Brief oder einen Antrag mit seiner Unterschrift gemeinsam mit dem Landrat in Richtung dieses Fördermittelprogramms stellen. Jetzt frage ich Sie in allem Ernst, was sollen wir da mit einer Haushaltssperre? Das ist der erste Weg, einen Fördermittelantrag zu stellen. Und glauben Sie doch bitte nicht, wenn dieser Fördermittelantrag, die jetzt alle in einem Punktewettbewerb stehen, die werden nach Punkten bewertet, wenn die Fördermittelanträge, die dann jetzt eingereicht werden, sollte Zeitz dann den Zuschlag bekommen, dann können Sie doch hundertprozentig sicher sein, dass alles, was in diesem Zusammenhang in der Moritzburg baulich oder nutzungsmäßig gemacht wird, selbstverständlich mit dem Stadtrat Zeitz beraten wird, in seinen Gremien mit allen, die hier sitzen. Und deswegen bitte ich Sie wirklich inständig, nachdem ich selbst 25 Jahre mittlerweile mit dieser Moritzburg mein Herz verbreitet habe, eine Haushaltssperre für einen Fördermittelantrag in einer Produktgruppe ist in diesem Fall wirklich schädlich. Und ich bitte Sie demzufolge den sicher mit guten Grund und Überlegungen auch der einreichenden Fraktion hier vorgestellten Antrag nicht zuzustimmen. Vielen Dank. So, Herr Heller, bitte. Naja, man kann ja unterschiedlicher Auffassung sein, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Aber wenn ein Sperrvermerk, keine Haushaltssperre, sondern ein Sperrvermerk eingebracht wird, kann der Sperrvermerk doch aufgehoben werden, indem der Oberbürgermeister die entsprechenden Beschlüsse einbringt. Und da ist das auch in Ordnung. Das geht relativ unkompliziert, muss er sowieso machen. Damit haben wir aber die Gewähr, dass wir einbezogen werden. Das war aus unserer Sicht der Hintergedanke, dem zuzustimmen. Es will keiner
irgendwelche Mittel verhindern. Im Gegenteil, wir sind ja dankbar, dass der Landkreis dem Ansinnen Rechnung trägt. Aber wir sind ja auch lernfähig und deshalb würden wir schon bei unserer Meinung bleiben. Es geht nicht darum, ausdrücklich nicht darum, ein Projekt zu verhindern, sondern ganz einfach auch die entsprechende Transparenz zu schaffen. So, bitte, Herr Oberbürgermeister. Zur rechtlichen Natur eines Sperrvermerks. Es ist der Beschluss des Stadtrats, eine Haushaltsposition zu sperren. Und dieser Beschluss kann nur durch einen weiteren Beschluss wieder aufgehoben werden. Und das ist das Problem. Möglicherweise verhindert dieser Sperrvermerk auch die Beantragung der Fördermittel bereits zu Beginn, sodass uns dieser Vermerk mehr als schaden könnte. Deshalb, wenn überhaupt, halte ich es für sinnvoll, aber ich bin gänzlich gegen eine Sperre, wenn überhaupt, sollte ein Prüfungsauftrag erteilt werden, dass dann auch die Sperre mit Erledigung des Prüfungsauftrages wegfällt. So, Herr Sebastian, dann Frau Metzelt und dann Frau Peier. Also ich kann eigentlich nur noch mal das bekräftigen, was der Horst Heller gesagt hat. Wir wollen eigentlich nur, der Sperrvermerk kann genauso wieder vom Stadtrat aufgehoben werden und wir wollen eigentlich nur, dass dieser Punkt, wo wir jetzt auch merken, dass der schon emotional diskutiert wird, aber wir reden hier über 6 Millionen Euro und dann möchten wir einfach wissen, was kann mit dem Geld noch gemacht werden oder was soll genau mit dem Geld gemacht werden? Und so, Frau Wilzert. Es ist ein vieles für und wider. Irgendwo stehen wir jetzt zwischen den ganzen Diskussionspunkten und keiner weiß jetzt so richtig, was machen wir richtig, was machen wir falsch, bekommen wir das Geld, was macht der Sperrvertrag mit diesem Antrag oder können wir nicht beantragen. Also ich weiß nur, dass das Geld schon zur Verfügung steht, schon da ist. Und wir darüber befinden müssen jetzt, wir beschließen den Haushalt und das Geld kann angewandt werden. Ich bin der Meinung, wir sollten mal eine kurze Beratungspause machen. Ich beantrage die auch hiermit. Ja, danke schön. Ich möchte aber die Rednerliste noch beenden und dann gehen wir in die Pause. So, Frau Bayer, bitte. Also wir würden gerne nach der Beratungspause von der Frau Wetzel, die eventuell entsteht, Abbruch der Debatte beantragen. Bitte lauter, das war nicht zu verstehen. Falls die Beratungspause kommt, würden wir danach gerne Abbruch der Debatte beantragen. Dankeschön. Ähnlich. Abbruch der Debatte. So, ja. Ja, Moment, der Herr Exler hatte sich noch gemeldet, dann der Herr Hedrich, wir arbeiten die Rednerliste ab und dann beschließen wir zu dieser. Ich will mich auch kurz halten und hoffe, dass die Beratungspause unter den Fraktionsvorsitzenden zur Klärung aufteilt. Weiterhin möchte ich darum bitten, dass vielleicht das Sachgebiet Haushalt die Frage von Herrn Hedrich vielleicht nochmal beantwortet. Was bedeutet ein Sperrvermerk? Frau Späte hat es ja schon angedeutet. Und ich denke, dass die einreichende Fraktion, beziehungsweise Herr Heller hat mich da jetzt gerade etwas bestätigt, eigentlich ihrem Ansinnen schon weit vorangekommen sind. Sie haben gehört, dass im nächsten Bauausschuss dieses Projekt nochmal vorgestellt ist, wobei ich bitte bemerken möchte, dass es im Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss auch schon mal vorgestellt wurde. Das heißt also, der Stadtrat ist an den laufenden Beratungen mit beteiligt, wie wir auch zu anderen Bauvorhaben immer mit beteiligt werden. Deshalb denke ich, es ist sinnvoll, wenn Sie in der Beratungspause hoffentlich feststellen, dass der Sperrvermerk hier nicht notwendig ist, weil Sie trotzdem gut aufgehoben sind in der Verwaltung. Wir stimmen jetzt zu dem Antrag Beratungspause ab.
Bitte, Herr Hedrich. Ja, ist in Ordnung. Reden Sie noch. Einfach Fragen jetzt noch zur Heilung. Die Frau Später hat ausgeführt, welche Projekte im Burgenlandkreis hier gefördert werden und das nach dem Punktesystem. Wie sicher ist es, dass wir das Geld hier auch bekommen und wie sicher ist, dass die Stadt Zeitz diese Moritzburg-Sache auch über die Bühne kriegt, wenn die jetzt im Haushalt steht. Die Frau Später hat mir eigentlich ein paar Zweifel gedacht. Da wird das gemacht und das gemacht und wir stellen den Antrag und es kann sein, dass wir nicht, also dass der Antrag nicht genehmigt wird. Da reden wir eigentlich, für was reden wir jetzt? Das möchte ich jetzt bitte noch erklärt haben, bevor wir in die Beratungspause gehen, denn das steht zwar im Haushalt. Macht der Burgenlandkreis oder macht das Gremium? Meine Frage verstanden. Ich möchte Ihnen da mal darauf antworten, Herr Hedrich. Diese Fördermaßnahme kommt vom Land. Den Eigenmittelanteil der eigentlichen Stadt Zeitz übernimmt der Burgenlandkreis. Also das ist soweit klar. Dass das ein Wettbewerb ist, hat die Frau Späte ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Es ist noch lange nicht sicher, dass wir mit dieser Förderung mitbedacht werden. Wir haben uns in der Kreistagsfraktion für unsere Stadt natürlich stark gemacht. Aber wenn wir, ich sage mal, die Sache jetzt komplizierter machen, wie sie ist, dann kann es auch sein, dass wir es zerreden und dann rausfallen. Und deswegen sage ich Ihnen, es ist angeschoben und lassen Sie es uns weiter bearbeiten, ohne jeden Sperrvermerk, damit der Landrat und dann der Kreistag auch weiß, was er zu beschließen hat. Denn der Kreistag wird beschließen darüber in 2018. So, wir kommen jetzt zur Abstimmung, zu dieser Unterbrechung, zur Pause. Wer stimmt einer Unterbrechung der Sitzung zu? Bitte jetzt die Ja-Stimmen. Dankeschön, das ist die Mehrheit, somit treten wir in eine Pause ein. Ich würde vorschlagen, 3:15 fangen wir wieder an. Nee, das ist 7:00. Wann müssen Sie weg? Ach so. Nee, noch nicht. Da ist noch ein Antrag. Kommt noch ein Antrag zum Haushalt. Aber ich denke dran, Herr Flamin. Ja, ja. Dann fehlt Ihnen vielleicht der Erfahrungshorizont für später.
Thank you.
Bitte Platz nehmen, es geht weiter. Jetzt stimmen wir ab und doch Debatte, oder? So, ich bitte um Disziplin. Wir fahren mit der Sitzung fort. Zunächst die Frau Wetzelt, eine Wortmeldung. Es ist jetzt ein anderes Thema, aber es muss gestellt werden, bevor der Haushalt geschlossen wird. Meine Anfrage wäre, wir haben eine Ausreichung bekommen, Änderungen, Produkte. Und da steht bei besondere Verwaltung und Betriebswertungen, da steht nur noch Schlossweihnacht und Zuckerfest. Vom Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt steht da nichts mehr. Das wäre jetzt dazu noch eine Frage, bevor der Haushalt beschlossen wird. Ansonsten stimmt die CDU-Fraktion dem Haushalt zu, aber zu unserem vorherigen Thema sind unterschiedliche Meinungen. Dankeschön. Zur Beschlussfassung zum Haushalt ist noch eine Weile Zeit. Das kann ich Ihnen schon sagen. Da sind noch ein Antrag liegt noch vor. Wir müssen jetzt zu diesem Antrag, bitte der Oberbürgermeister nochmal den Antragsteller, Herrn Weißbrot, diesen Sperrvermerk nochmal zu begründen. Sie wollen es nochmal hier. Der Herr Weißbrot soll es nochmal vorbereiten. Sie haben es doch gesagt. Ja. Wären Sie nochmal so nett und nochmal begründen, Herr Weißbrot. Den Wortlaut also, Ihres Antrags. Den Antrag im Wortlaut, weil er mir zu unbestimmt ist, was die Möglichkeiten der Auflösung angeht. Ich verstehe jetzt nicht ganz, um was es geht. Aber ich lese nochmal unseren Antrag nochmal vor. Der Stadtrat der Stadt Zeitz beschließt, dass die Haushaltsstellen 25200.6811001 barocke Residenz mit dem Sperrvermerk zu versehen sind. Punkt. Das ist unser Antrag. Und aufzulösen ist der einfach mit einer Beschlussvorlage. Aber das hat mit dem Antrag nichts zu tun. Dankeschön, Herr Weißbrot. Gibt es zu dem Antrag der AfD-Fraktion noch Redeanträge? Herr Oberbürgermeister, dann Frau Rosen-Sauerbier. Also noch einmal, diese Sperre kriegen wir nur durch einen weiteren Stadtratsbeschluss wieder aus der Welt. Das kostet Zeit und die Fördermittel stehen uns nicht unbegrenzt zeitlich zur Verfügung. Es gibt auch nach Aussage des Burgenlandkreises kein anderes Objekt oder Projekt, auf das diese Fördermittel ebenfalls Anwendung finden können. Und deshalb gefährden wir einfach die bisherigen Planungen in der Umsetzung.
und ich sehe darin keinen Nutzen. Dankeschön, bitte Frau Rosner-Sauerbier. Danke, Herr Oberbürgermeister, das ist absolut meine Meinung. Ich sage es nur noch ein bisschen stärker. Wir gefährden das ganze Projekt, wenn wir diesen Sperrvermerk machen. Es steht eindeutig drin, was hier gefordert wird. Es stehen die Städte drin, es stehen die Beispiele drin. Museum Zeitz. Warum machen wir uns das kaputt? Ich verstehe es nicht. Wenn die erfahren, und das erfahren die gewiss, dass wir darin einen Sperrvermerk haben, dann ist Schluss, dann kriegen es die anderen. Warum soll es uns dann zusprechen? Tut mir leid, ich verstehe die Einwände nicht und ich verstehe den Sperrvermerk nicht. Bitte sich das nochmal zu überlegen. Dankeschön, bitte Herr Oberbürgermeister. Und schlimmstenfalls ist es so, dass wir auch keine, falls wir die brauchen, positive kommunalaufsichtsrechtliche Stellungnahme zu unseren Projekten bekommen. Und ebenso ist es voraussichtlich vollkommen ausgeschlossen, dass wir mit einem solchen Sperrvermerk diese Förderung überhaupt beantragen können. Denn ja, wer will dieses Risiko eingehen? Ja, also. So, gibt es jetzt noch Redeanträge zu diesem Antrag der AfD? Sehe ich nicht. Oh, Herr Gensch, Entschuldigung. Ja. Herr Oberbürgermeister, ich verstehe eins nicht. Sie behaupten jetzt immer, mit dem Sperrvermerk könnten wir die Fördermittel nicht kriegen. Haben Sie sich überhaupt mal kundig gemacht? Wir machen den Sperrvermerk, ne? Und wenn jetzt der Landrat sagt oder das Gremium, die das beschließt, sagt, wenn ihr einen Sperrvermerk kriegt, hat das Geld nicht. Aber mir ist jeder diskutiert, die Frau Späte will es haben, die anderen will es nicht haben. Also wir wissen als Abgeordnete überhaupt nicht, was gang und gäbe ist. Und das haut nicht hin. So, ich muss mich entschuldigen. Es war der Antrag gestellt worden von der Frau Bayer. Abbruch zur Debatte. Gibt es jetzt noch eine Gegenrede? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung zu diesem Antrag. Ist doch schön, haben wir da gemacht. Wir kommen zur Beschlussfassung zum Antrag der Fraktion AfD. Achso, danke. Ja, danke. Ihr müsst schon entschuldigen, man kommt ein bisschen durcheinander. Es ist nicht so sehr einfach hiervon. Aber danke für den Hinweis. Wir müssen abstimmen zum Vorschlag oder zum Antrag Abbruch der Debatte. Wer diesen Antrag Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. So, das ist die Mehrheit. Damit ist die Debatte beendet. Jetzt können wir zur Beschlussfassung kommen. Wir machen den Antrag jetzt fertig und dann geht die Diskussion zum Haushalt weiter. So, den Antrag der Fraktion AfD, wer dem Zustimmung erteilt, bitte ich um die Ja-Stimmen. Das sind 1, 2, 4, 6, 9, 10 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Das ist die verkehrte Karte, Frau Störbe. 20 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen. Eins, das stimmt nicht. Jemand nicht mit abgestimmt. Ja. Eine Enthaltung.
Somit ist der Antrag mit 20 Nein-Stimmen abgelehnt. Wir setzen die Diskussion zum Haushalt fort. Hier ist ein weiterer Antrag. So, Frau Schürmann, zur Anfrage von der Frau Wetzelt, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist richtig, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt nicht in dem neuen Produkt BGA Stadtfeste enthalten ist. Bei diesem städtischen Weihnachtsmarkt werden keine Einnahmen erzielt und aus dem Grund ist der steuerrechtlich nicht relevant. Der wird über das Produkt Heimat- und Kulturpflege abgerechnet. Reicht Ihnen das mal? Ja. So, es liegt ein weiterer Antrag zum Haushaltsplan 2017 vor. Einreicher Frau Margrethe Späte, CDU-Fraktion, und Herr Burkhard Klötz, ebenfalls CDU-Fraktion, liegt Ihnen allen vor. Ich trage es nochmal vor. Teilhaushalt 320, Fachbereich Recht und Ordnungswesen, verantwortlich kommissarisch Herr Flamminger. Es wird beantragt, diese Investition, und zwar geht es hier um den Löschteich in Mahlen, im Ansatz über eine Summe mit 91.000. In der Begründung und der Beantragung lautet dies, diese Investition so lange mit einem Sperrwerk zu versehen, bis geprüft ist, ob und wann, in welchem Umfang die Leistung vorhandener Wasserversorgungsanlagen, Rohrnetzteile den Löschwasserbedarf zu decken vermag. Hierzu sind unter Beteiligung der Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Kaina Gespräche mit dem Trinkwasserversorger der Medeva zu führen. Ist weiterhin zu prüfen, ob es Fördermöglichkeiten aus dem Bereich des Umwelt- und Naturschutzes gibt, dem vorhandenen Dorfdeich im Ortsteil Mahlen, der im Jahr 1997 innerhalb der Dorferneuerung angelegt worden ist, zu ertüchtigen. In den letzten 20 Jahren hat es dort eine reiche Fauna und Flora entwickelt, die entsprechenden Maßnahmen als geeignet erscheinen lassen. Noch mal eine Begründung, Frau Späte, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Stadträte, ich habe innerhalb der Haushaltsberatungen in der Ortschaft Kaina wurde uns diese Investition vorgeschlagen, also die steht im Haushaltsplan. Und wir waren, ob diese Tatsache, dass der Löschteich, der zumindest uns bekannte Teich in Mahlen, hier einbezogen werden soll, überrascht. Und insofern geht es mir ausdrücklich nicht um die Frage, ob die Feuerwehr im Sachgebiet Brandschutz natürlich den Grundschutz hier gewähren muss. Die Stadt Zeitz ist dafür verantwortlich, dass der Grundschutz gewährt ist. Grundschutz heißt, es muss 48.000 Kubikmeter Wasser für 2 Stunden gewahrt sein, um entsprechend zu handeln. Dazu gibt es eine technische Richtlinie, die besagt, erste Priorität, wenn es brennt, ist das Feuerlöschfahrzeug, also das Tankfahrzeug, zweite Priorität der Hydrant und dritte Priorität ist der Löschteich, wo vorhanden. So, und jetzt habe ich, wir haben das beraten und sind dann im Hauptausschuss bereits, hat die Verwaltung die Prüfung veranlasst und die Frau Weber hat sich sehr bemüht, schnell zu antworten. Allerdings, und das müssen Sie jetzt sich anhören, hat die Antwort mich erst recht mobilisiert, heute hier diesen Antrag aufrechtzuerhalten. In der Antwort des Sachgebiets Brand- und Katastrophenschutz steht selbstverständlich, dass man diesen Grundschutz gewähren muss, dass man dazu Zisternen oder Löschteiche braucht
und dass die Medewa, die in den ländlichen Gebieten um Zeitz herum mit Konzessionsvertrag unser Wasserversorger ist, nicht bereit sei zum weiteren Ertüchtigen ihres Rohrnetzes. Diese Ansicht kann ich nicht teilen. Und es steht, und da darf ich jetzt aus dem Schreiben zitieren, Frau Bürgermeisterin, in dem Schreiben vom 3.5. wörtlich, in der ländlichen Umgebung der Stadt Zeitz betrifft dies mangelnde Löschteiche fast alle Ortsteile und in den kommenden Jahren muss dort ständig an der Gewährleistung des Grundschutzes im Sinne der Sicherheit unserer Bürger gearbeitet werden. Das kann man unterschreiben, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir solche Investitionen in den Ortsteilen machen, dann habe ich da schon ein paar Fragen. Denn ein solcher Teich ist veranschlagt mit 100.000 Euro und ich bin mal zurückzukommen auf den Fall Mahlen, jetzt überhaupt völlig aus der Rolle gefallen, nachdem ich mich in der Verwaltung erkundigt habe, wie es zu diesem Vorschlag gekommen ist. Das Sachgebiet Grün wurde angefragt, was mit dem dortigen Tümpel geschehen könne. Das Sachgebiet Grün hat im November 2016 auf Anforderung des Brandschutzsachgebiets geantwortet, dass das Grundstück, wo jetzt der Tümpel sich befindet, dafür nicht in Frage kommt. Die örtlichen Bedingungen sind nicht entsprechend. Dann hat das Sachgebiet ein anderes Grundstück rausgesucht, das einzige städtische Grundstück, was es in Mahlen gibt. Und dort befindet sich ein Spielplatz. Übrigens der einzige in der Ortschaft Kaina. Und dann hat man jetzt grundsätzlich festgestellt, könne da ein Löschteich hin. Nur wie da Wasser reinkommt, das hat man nicht festgestellt, weil Wasser kommt dort nicht hin. So, und an dieser Kostenschätzung hat man sich festgehalten an der Zisterne in Theißen, die hat 80.000 Euro gekostet, und dann muss zu dieser in Mahlen gelegenen Liegenschaft auch noch eine Straße gebaut werden. Also bauen wir eine Straße, wir bauen einen Löschteich oder eine Zisterne für über 100.000 Euro, Planungskosten kommen noch dazu, und dann haben wir dort kein Wasser. Und aus diesem Grund bitte ich die Verwaltung, gemeinsam mit der Midewa Gespräche zu suchen, weil in Mahlen gibt es Brunnen, die sind vielleicht jetzt nicht mehr in Betrieb, aber man kann darüber sprechen. Und ich bitte, die Midewa ist dabei, mit der Stadt Merseburg solche Gespräche zu führen. Die sind seit März im Gang. Und die Midewa ist an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert, da man als Unternehmen mit der jeweiligen Stadt, mit der man Konzessionsverträge hat, in einem Boot sitzt und seiner Verantwortung sich bewusst ist. Der Midewa zufolge muss aber klar geregelt sein, welche Hydranten sich zur Löschwasserentnahme eignen, und im Rahmen einer Analyse könnte man dann auch zu dem Ergebnis kommen, dass die vorhandenen Hydranteneinrichtungen zum Teil in den Ortsteilen eben auch zur Löschwasserentnahme genutzt werden können. Und ich denke, die Stadt Zeitz ist gut beraten, diese Gespräche zu führen. Und deswegen möchte ich den Vorschlag machen, diesen Haushaltstitel so lange zu sperren, bis zunächst die grundsätzlichen Fragen vor Ort hier geklärt sind. Im Übrigen empfahl das Sachgebiet Grün am 16.11.2016 wörtlich, der Bau sollte im Ortschaftsrat abgestimmt werden. Dies ist nicht erfolgt. Wir hatten am 24.11.16 Ortschaftsratssitzung und am 17.01.16. Ich kann nur sagen, so können wir es nicht machen. Und deswegen bitte ich in diesem Fall im Haushaltsvollzug den Oberbürgermeister dann, diesen Sperrvermerk gerne aufzulösen, wenn diese Fragen geklärt sind. Vielen Dank. So, Dankeschön, Frau Späthe. Gibt es Gegenreden zu diesem Antrag? Herr Heller, bitte. Ja, meine Damen und Herren, keine Gegenrede. Es ist für uns nachvollziehbar. Wir werden dem auch folgen und zustimmen. Allerdings stellt sich für uns jetzt die Frage, wie geht die Verwaltung mit dem Sperrvermerk um? Also, wenn sie nicht wissen, wie sie es machen soll. Das sind doch eigene Mittel. Ja, in der Sache kann ich leider keine Stellung dazu nehmen, weil niemand von der Feuerwehr da ist. Weder Herr Zöllner noch Herr Rothe. Deshalb tut mir das leid. So,
So, weitere Redeanträge? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung zu diesem Antrag. Wer diesem Antrag Zustimmung erteilt, bitte ich um die Ja-Stimme. So, Dankeschön. 32 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Zwei Gegenstimmen, Stimmenthaltungen. Mit 31 Ja-Stimmen so beschlossen. Entschuldigung, war es doch richtig. Wir sind 34 Stadträte jetzt. 32 Ja-Stimmen so beschlossen. Wir kommen zum Haushalt. Gibt es zum Haushalt zur weiteren Diskussion noch Wortmeldungen? Kann ich nicht erkennen. Ja, bitte. Ach so, Entschuldigung, Herr Flamminger. Doch, ich hätte Sie jetzt bald vergessen. Zu Personalfragen, bitte, Herr Flamminger. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte auch hier im Stadtrat die eine Änderung des Stellenplans zu Protokoll geben, sodass es dann auch mit zur Beschlusslage gehört, so wie ich es auch schon in den Ausschüssen getan habe. Und zwar betrifft das im Haushalt die Seite 125. Das ist die Anlage zum Teilplan 10, Bereich Oberbürgermeister, und dort speziell das Produkt Rechnungsprüfung. Die Zeilen 1 und 4, da wollen wir die Bezeichnung anpassen. Aus Sachbearbeiter Rechnungsprüfung wird Verwaltungsprüfer. Und zudem in der Zeile 4 die Eingruppierung von 9a in 9c anpassen. Wir hatten dort die tatsächliche Besetzung ausgewiesen. Aber in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamtsleiter Herr Blietner wollen wir hier eine einheitliche Ausweisung machen der Verwaltungsprüferstellen. Also von daher nochmal zusammengefasst, Seite 125. Die Zeilen 1 und 4 beim Produkt Rechnungsprüfung werden als Verwaltungsprüfer ausgewiesen und in der Zeile 4 die Eingruppierung von 9a in 9c angepasst. Das bitte zu Protokoll. Danke. Dankeschön, Herr Flamminger. Wir kommen zur Beschlussfassung zum Haushalt 2017. Ich gebe zunächst die Beschlussfassungsergebnisse folgender Ausschüsse und Ortschaftsräte bekannt. Im Rechnungsprüfungsausschuss ist keine Abstimmung erfolgt. Im Ausschuss Bildung, Soziales, Kultur und Sport 0 Ja-Stimmen, 0 Nein, 7 Enthaltungen. Im Bauausschuss eine Ja-Stimme, 0 Nein, 6 Enthaltungen. Im Ortschaftsrat Würschwitz 5 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Im Ortschaftsrat Zangenberg 4 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Im Ortschaftsrat Nonnewitz 4 Ja-Stimmen, 0 Nein, 1 Enthaltung. Im Ortschaftsrat Luckenau 5 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen. Im Ortschaftsrat Kainer 6 Ja-Stimmen, 0 Nein, 2 Enthaltungen. Ortschaftsrat Bürger 0 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 3 Enthaltungen. Ortschaftsrat Geusnitz 4 Ja-Stimmen, 0 Nein, 2 Enthaltungen. Ortschaftsrat Deisen 10 Ja-Stimmen, das stimmt jetzt nicht, Entschuldigung, 8 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss 10 Ja-Stimmen, 0 Nein, 2 Enthaltungen. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer dem Haushalt Zustimmung erteilt, bitte. Ich hatte aber vorher nachgefragt, wir sind eigentlich in der Beschlussfassung, Herr Knechte. Ich möchte bloß noch darauf hinweisen, dass der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss bei der gemeinsamen Sitzung am 27.04. separat abgestimmt hat. Prüfungsergebnis müsste eigentlich hier draufstehen auf der Liste. Danke für den Hinweis, liegt mir nicht vor. Tragen Sie es selber vor, Herr Vorsitzender, das Ergebnis. Das Ergebnis habe ich jetzt leider nicht dabei. Im Kopf.
Ich höre vom Oberbürgermeister einstimmig. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Frau Herrmann, können Sie mir helfen? Auch nicht. Frau Schürmann, bitte. Der Finanzausschuss hat wie folgt abgestimmt. 6 Ja-Stimmen, 0 Nein und 1 Enthaltung. Dankeschön, Frau Schürmann. So. Wir kommen jetzt zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Eine. Eine Gegenstimme. Gibt es Stimmenthaltungen? Vier Enthaltungen. 29 Ja. 29 Ja. Ja. So, mit 29 Ja-Stimmen so beschlossen. Eine Enthaltung. Vier Gegenstimmen. Eine Gegenstimme, vier Enthaltungen. Vier Enthaltungen, so rum. Das ist richtig. So, das haben wir bereits. 29 Ja. Und jetzt ein bisschen zügig. Liquidität. Jetzt müsstest du. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 9. Rufe auf Tagesordnungspunkt 10. Fortschreibung des Maßnahmeplanes zur Rückführung des Liquiditätskredites. Auch hier wieder die Beschlussergebnisse im Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss. 6 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung. Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport. 1 Ja, 0 Nein, 6 Enthaltungen. Bauausschuss 4 Ja, 3 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Würschwitz, 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Zangenberg, 4 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Nonnewitz, 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Luggenau, 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Keiner, 8 Ja, 2 mal 0. Ortschaftsrat Bürgau, 0 Ja, 0 Nein, 4 Enthaltungen. Ortschaftsrat Geusnitz, 4 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen. Ortschaftsrat Deisen, 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung. Haupt- und Wirtschaftsausschuss, 8 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltungen. Gibt es Redeanträge? Sehe ich nicht. Kommen wir zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimme. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Keine Gegenstimme. Keine. Danke, ich hatte eine verstanden. Nein, Dankeschön. Keine. Gibt es Enthaltungen? Eins, zwei, drei. Enthaltungen. Vier Enthaltungen. Vier Enthaltungen. So, demzufolge mit 29 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen ist so beschlossen. 30 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen. 30 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, vier Enthaltungen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 10, rufe auf Tagesordnungspunkt 11. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Zeitz vom 16.12.2010. Austauschblatt liegt vor. Gibt es
Redeanträge? Das ist nicht der Fall. Gebe ich die Beschlussergebnisse bekannt. Im Ortschaftsrat Geusnitz 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Bauausschuss 7 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Ortschaftsrat Luggenau 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Ortschaftsrat Kainer 8 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Haupt- und Wirtschaftsausschuss 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimme. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltung? 34 Ja-Stimmen, einstimmig, so beschlossen. Ich schließe Tagesordnungspunkt 11, rufe auf Tagesordnungspunkt 12. Abwägungs- und Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nummer 72a Sondergebiet Nahversorgungszentrum Donaustraße 51 bis 53 in der Stadt Zeitz. Gibt es Redeanträge? Keine. Dankeschön. Folgende Ergebnisse bei den Beschlussfassungen. Bauausschuss 7 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Haupt- und Wirtschaftsausschuss 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimme. Dankeschön. 33. Gibt es Gegenstimme? Eine Gegenstimme. Gibt es Stimmenthaltung? Dankeschön. Mit 33 Ja-Stimmen, einer Enthaltung, 0 Nein, so beschlossen. Was? Eine Gegenstimme. Ja. Danke, Herr Dier. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 12, rufe auf Tagesordnungspunkt 13. Abwägungs- und Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan der Innenentwicklung Nummer 75, Schützenstraße der Stadt Zeitz. Gibt es Redeanträge? Nein. Sehe ich nicht. Es wurde folgendermaßen abgestimmt im Bauausschuss. 7 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich um die Ja-Stimme. Jetzt gucke ich auch wieder nach rechts. Dankeschön. Gegenprobe, Gegenstimmen, Stimmenthaltung, einstimmig, so beschlossen. 34 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Ich schließe Tagesordnungspunkt 13, rufe auf Tagesordnungspunkt 14. Ausbau der Zeitzer Straße im Ortsteil Geusnitz und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Gibt es hier Redeanträge? Ist nicht der Fall. Es wurde folgendermaßen abgestimmt in Geusnitz. 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Im Bauausschuss 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Haupt- und Wirtschaftsausschuss 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimme. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltung? 33 Ja-Stimmen. Eine Gegenstimme, 0 Enthaltungen. So beschlossen. Ich schließe Tagesordnungspunkt 14, rufe auf Tagesordnungspunkt 15. Ausbau der Steinbrüchener Weges im Ortsteil Geusnitz und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Gibt es hier Redeanträge? Nein. Ist nicht der Fall. Es wurde beschlossen im Ortschaftsrat Geusnitz mit 5 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltung. Im Bauausschuss 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimme.
Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme, Stimmenthaltung. 33 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, 0 Enthaltung. Ich schließe Tagesordnungspunkt 15. Rufe auf Tagesordnungspunkt 16. Ausbau der Siedlung im Ortsteil Geusnitz und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Gibt es Redeanträge? Keine. Es ist folgendermaßen beschlossen worden im Ortschaftsrat Geusnitz: 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Im Bauausschuss 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Haupt- und Wirtschaftsausschuss 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Eine. Gibt es Stimmenthaltungen? Ebenfalls mit 33 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und 0 Enthaltung so beschlossen. Ich schließe Tagesordnungspunkt 16, rufe auf Tagesordnungspunkt 17. Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Zeitz, Baumschutzsatzung. Ich eröffne die Diskussion. Gibt es Wortmeldungen? Frau Später. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Stadträte, wir haben gestern in unserer Fraktion und auch zuvor schon natürlich über diese Satzung beraten. Es gibt im Kern ja zwei Punkte, die hier zu beschließen sind, die also große Änderungen sind. Einmal ist das die Entfristung dieser Satzung und zum Zweiten sind es zwei Änderungen im Text. Wir haben im Stadtrat Zeitz im Jahr 2011 die Satzung zum Baumschutz hier beraten und beschlossen. Es war eine sehr umfangreiche Diskussion damals und es ist damals die Satzung, ich glaube aus dem Jahr 93 der Stadt Zeitz außer Kraft gesetzt worden und die Verwaltung hatte sich sehr viel Mühe gegeben, auch gemeinsam mit dem damaligen Oberbürgermeister hier eine doch recht moderne und auch handhabbare Satzung uns vorzulegen. Die ist auch beschlossen worden und wir haben sie deswegen befristet, weil der Oberbürgermeister damals den Vorschlag gemacht hatte, mal zu prüfen, wie weit also hier auch zukünftig das Bundesumweltrecht gilt. Jetzt ist diese Satzung seit 5 Jahren in Kraft und sie hat sich bewährt. Und wir haben in den Beratungen, vor allen Dingen auch in den Ortschaftsräten, hier die klare Ansage auch zu hören bekommen. In 4 Ortschaftsräten wurde das auch als entsprechende Bitte an den Stadtrat geäußert, dass wir dem Paragraph 2, ich muss jetzt mal sagen Satz 2, weil das ist in der Synopse so durchgängig nummeriert, bitte in der alten Fassung beibehalten und ich möchte hier beantragen, den Paragraph 2, Satz 2, geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von 100 und mehr Zentimetern in dieser Fassung zu belassen. In der jetzigen Änderung würde sich das auf 80 Zentimeter reduzieren. 80 Zentimeter Baumumfang in einer Stammhöhe von 1 Meter, damit Sie sich alle vorstellen können, ist so groß wie ein Mittagstischteller, damit Sie es sich so ungefähr vorstellen können. Das würde also bedeuten, wenn wir jetzt die 80 Zentimeter beschließen, dann müssten wir zum Beispiel den Maibaum, den wir sonst uns immer gönnen auf den Dörfern, beantragen, ob wir den fällen dürfen, als Beispiel. So, also wir würden darum bitten, dass der Stadtrat unseren Änderungsantrag zustimmt und diese 80 Zentimeter wieder auf 100 Zentimeter oder bei 100 Zentimeter belässt. Es wurde ja im Vorfeld gesagt, die Nachbarstädte haben die 80 Zentimeter. Ich habe nachgeschaut, bei Weißenfels weiß ich es nicht genau, aber die Satzung der Stadt Naumburg, die trägt noch die Unterschrift von Kurt Becker aus dem Jahr 95. Also in der Zeit hat Zeitz die Satzung schon sehr modern angepasst, die wir jetzt hier vorliegen haben. Ich bitte also, die 1 Meter wieder in den Paragraph 2 einzutragen. Dankeschön. Also namens unserer Fraktion. Entschuldigung. Herr Strauch, bitte.
Ja. Eine Gegenrede? Den Vortrag hatte die Frau Späte auch schon im Hauptausschuss gebracht, dass ihre Gemeindevertreter dort diesen Durchmesser von, also von 100 Zentimeter haben. Ich habe dagegen gesprochen, dort schon. Umfang, jawohl, Umfang 100 Zentimeter. Ich bin dafür mit 80 Zentimeter trotz alledem. Denn wissen Sie, wie lange das dauert, ehe ein Baum den Umfang hat? Und in der letzten Zeit sind in der Stadt Zeitz so viele Bäume gefällt worden. Und also ich bin dafür, dass wir diese Änderungssatzung, so wie sie vorgelegt wurde, beschlossen wird. Dankeschön, Herr Strauch. Gibt es weitere Redeanträge? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Änderungsantrag der Frau Späte. Es wird beantragt, wie in der alten Baumschutzsatzung vorhanden war, 100 Zentimeter Baumumfang zu belassen. Wer dem und die neue dementsprechend so wieder zu ändern und wer dem die Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimme. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dankeschön. 20 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das geht genau. 14. 14 Gegenstimmen. Somit ist der Änderungsantrag angenommen. Mit 20 Ja-Stimmen, 14 Gegenstimmen. Wir kommen. Wie bitte? Ja, ja. Ja. Danke, Herr Heidrich. Ja, ja. Wir kommen zur Beschlussfassung, zur Satzung, wenn es keine weiteren Redeanträge zur Satzung jetzt gibt. Sehe ich nicht. Gebe ich zunächst die Abstimmungsergebnisse bekannt im Ortschaftsrat Würschwitz. 3 Ja, eine Nein-Stimme, eine Enthaltung. Ortschaftsrat Zangenberg, 0 Ja, 3 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Bürgau, 4 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Nonnewitz, 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Geusnitz, 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Deißen, 8 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Bauausschuss 6 Ja, 1 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Luggenau 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Kainer 8 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Haupt- und Wirtschaftsausschuss 9 Ja, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt in der geänderten Form, dann bitte ich jetzt um die Ja-Stimme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dankeschön. 9. Die Gegenstimmen. 7 Nein-Stimmen. Gibt es Enthaltungen? Mit 27 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, so beschlossen. Meine eigenen Kollegen stimmen durch meinen Antrag. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 17. Rufe auf Tagesordnungspunkt 18. Wurde von der Vorlage ursprünglicher Top 18 wurde von der Vorlage zurückgezogen. Jetzt 18, Integrationsprojekt. Hier liegt ein Antrag der Fraktion AL-AfD vor. Bitte, Herr Weißbrot, begründen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten noch mal kurz daran erinnern, wie es zu diesem Antrag kam. In der Stadtratssitzung am 23.03. diesen Jahres gab es eine Bürgeranfrage bezüglich der Beschäftigung von Flüchtlingen in den Kindereinrichtungen der Stadt Zeitz durch einen Bürger. Und da gab der Geschäftsführer der ZIAG, Herr Gottschlich, zu Protokoll, dass an die dort zu Beschäftigten hinsichtlich Gesundheitszeugnis keine Anforderungen gestellt werden sollten, weil die ja nicht in den Kontakt mit den Kindern kämen. Das hat für eine gewisse Aufregung gesorgt, weshalb wir uns entschlossen hatten, diesen Antrag zu stellen, um hier Klarheit zu schaffen. Gott sei Dank hat der Burgenlandkreis da sehr schnell reagiert und hat uns darüber informiert, dass die Aussage, die Herr Gottschlich getroffen hat, so nicht richtig ist, dass es da durchaus sehr hohe Anforderungen an die Gesundheitsuntersuchung gäbe, die vorher geklärt werden müssen. Nach dem, was ich gehört habe, sind die Anforderungen wohl so hoch, dass man derzeit gar niemanden findet, der in Frage käme. Wir würden anregen, dann vielleicht mal mit den Eltern in Kontakt zu treten, deren Kinder in den Kindereinrichtungen betreut werden. Die haben da schon einen gewissen Kontakt zu den Erzieherinnen, zu den Einrichtungen. Vielleicht hat man da mehr Erfolg. Auf jeden Fall sind aber die Anforderungen so definiert, dass unsere Befürchtungen in dieser Hinsicht komplett ausgeräumt sind und deswegen ziehen wir unseren Antrag zurück. Dankeschön, Herr Weißbrot. Gibt es zur Beschlussvorlage Redeanträge? Da zurückgezogen. Ja, aber wir haben doch die Beschlussvorlage. Ja, brauchst du nicht. Brauchst du nicht zurückgezogen. Ja, ja. Auf die meiste Diskussion. Ich würde dazu nicht diskutieren, ich würde ganz einfach jetzt. So, wir kommen zur Beschlussfassung. Ich habe noch keine Frage. Ich habe es schon dreimal gesagt. Das war's. So, Herr Weißbrot hat zurückgezogen. Wir schließen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 18 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 19, allgemeine Anfragen sowie Informationen des Oberbürgermeisters. Frau Wetzel. Frau Wetzel, bitte. Ja, unser Stadtfest geht bald los, aber ich habe immer noch Bedenken. Es dreht sich um die Eintrittsgelder. Ich weiß nicht, ob das mit der Gewerbeordnung abgeklärt ist. Ich bin immer noch der Meinung, wir dürfen als Stadt diese Eintrittsgelder von unseren Einwohnern nicht verlangen. Ich bitte die Verwaltung, das zu prüfen. Das werden wir tun. Weitere Anfragen? Mal später. Ja, jetzt hält das nicht. Doch. Es ist nicht drum drin. Wir waren ja heute unter anderem auch mit der Friedhofssatzung beschäftigt. Ich komme jetzt auf ein Thema, was sicherlich nicht jedem so gerne über den Weg läuft. Wir haben zunehmend Bürger auch in unserer Stadt, die aufgrund ihrer Lebenssituation nicht in der Lage sind, wenn sie versterben, für ihre Bestattungskosten aufzukommen. Auch deren Angehörige nicht. Und für diese Kosten kommt dann sozusagen der Staat auf. Das gehört zu unseren Grundüberzeugungen auch in unserem Land.
Und hier gibt es auch im Burgenlandkreis erhebliche, leider Gottes erhebliche Steigerungen bei den sogenannten Sozialbestattungen. Die Stadt Zeitz hat dafür zu sorgen, dass die Bürger der Stadt, die in dieser Situation versterben, auch ein Grab finden. Und ich habe erfahren, dass die Stadt, die das im Zuge der laufenden Verwaltung natürlich auch ohne unser Zutun erledigt, hier eine erneute Ausschreibung für eben diese Sozialbestattungen aufgelegt hat. Was ich nicht verstehe ist, und das ist meine Frage, warum ist man nicht mal auf die Träger, die Stadt selbst hat Friedhöfe. Wir haben gerade deswegen eine Satzung beschlossen. Und es wurde mir gesagt, man habe innerhalb der Verwaltung darüber beraten, ob solche Sozialgräber dann auch auf unseren Friedhöfen vielleicht sich befinden können. Und man sei zu der Überzeugung gekommen, dass das finanziell nicht so preiswert ist, wie es auf anderen Friedhöfen außerhalb unserer Stadt möglicherweise durch Ausschreibung angeboten wird. Im Moment werden die Sozialbestattungen der Stadt Zeitz auf einem Friedhof über Halle hinaus erledigt. Ich bin traurig darüber, dass man nicht hier auch mal miteinander ins Gespräch gekommen ist, Lösungen zu suchen und dass man wenigstens in der Ausschreibung hätte ein A-Angebot und ein B-Angebot abgefordert hätte, was wohl nicht der Fall ist. Ich möchte nur sagen, dass es mich sehr befremdet, dass wir so mit Dingen, die am Lebensende unserer Mitbürger dann auch mitunter so zu Stuhle kommen, dass wir da nicht mal miteinander darüber diskutieren und das auch so machen, dass... Ich kann keine Anfrage erkennen. Ja, ich frage, warum in der Ausschreibung nicht berücksichtigt werden konnte, dass man hier eingeschränkt auch mal ein Angebot abfordert, wo die Gräber auf den Friedhöfen innerhalb der Stadt Zeitz sich befinden. Ist die Ausschreibung so verfasst, dass sie da keinerlei Einschränkungen vorgibt? Dass der Bestattungsunternehmer im Grunde aufgefordert wird, das möglichst preiswerteste Grab rauszusuchen, was nicht in Zeitz sich befinden muss, auf einem Friedhof. Herr Immisch, bitte. Ich kann die Frage an sich nicht beantworten, weil ich nur zum Teil beteiligt worden bin. Es ist mal von der Frau Vinzenz nachgefragt worden, das war vor dem Dienstantritt von der Bürgermeisterin Frau Weber. Ich denke mal, die wird sich jetzt damit auch beschäftigen, ob diese Bestattung auf den städtischen Friedhofen kostenlos sein könne. Und das haben wir mit dem Herrn Professor, Name steht irgendwo, ich habe ihn dort stehen, der für uns die Kalkulation gemacht hat, denn Sie haben ja vorhin nicht nur die Änderung der Gebühr beschlossen, sondern auch die Nichtänderung. Das heißt, es muss alle 3 Jahre nach KAG muss nachkalkuliert werden. Und wir sind zum Glück, sage ich jetzt mal, zur gleichen Gebühr gekommen. Und dieser Experte hat gesagt, ihr könnt das nicht vom Gleichheitsgrundsatz her kostenlos machen auf den Friedhöfen und dort keine Gebühren erheben. Das war die Zuarbeit, die wir, also mein Fachbereich, an die Frau Vinzenz gemacht hat. Wie es dann mit der Ausschreibung weitergegangen ist, entzieht sich meiner Kenntnis, denn die hat das Ordnungsamt gemacht. Also vielleicht nochmal ganz konkret, ist in der Ausschreibung vorgesehen, dass Angebote entsprechend für kommunale Friedhöfe in Zeitz zu machen sind. Zu natürlich den Gebühren, die dort anfallen. Wir haben auch kirchliche Friedhöfe im Bereich der Stadt Zeitz. Nee, ich kenne sie. Frau Späte, die Frage kann ich Ihnen jetzt spontan nicht beantworten, aber offensichtlich haben Sie sich mit dem Thema befasst und könnten das einfach der Ausschreibung entnehmen. Ich weiß ja gar nicht, ist die denn schon verfasst worden? Ist die schon veröffentlicht? Neugebauer. Dann schauen Sie, geben Sie mir Nachricht. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön, Frau Bürgermeisterin, Herr Oberbürgermeister. Sie hat in Zeitz gewohnt und ist nach Rinshof gezogen. So, jetzt hat sich der Herr Heiler gemeldet, bitte. Ja, Herr Oberbürgermeister, ich hatte in der letzten Sitzung nach den Straßen gefragt, Bergstraße und Schützenplatz. Da sollte der Zustand festgestellt werden, weil der schon langsam unerträglich für die Anwohner wird. Es ging nicht um einen grundhaften Ausbau. Ist das erfolgt und mit welchem Ergebnis? Herr Immisch, bitte. Dann werden wir mal einen Stuhl daneben stellen. Die Feststellung des Zustandes ist natürlich erfolgt. Ich habe auch
bei mir auf dem Handy ein Bild von der Werksstraße. Ich nehme an, dass der Heller das Stück meint, was ins Neuwerk, das ehemalige Neuwerk der VEB C-Mark ging, also verlängerte Abzweig von der Paul-Roland-Straße, dann aber schon auf dem vermeintlichen Werksgelände, ist aber unsere Straße. Und wir haben uns auch den Bereich Schützenplatz, Schützenstraße angeguckt. Ich habe im letzten Bauausschuss auch mal auszugsweise vorgetragen, wie die Reparatur wo und wann erfolgen soll. Leider, und das ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, ist noch nicht viel passiert, hängt damit zusammen, dass die Firmen, von denen wir Angebote eingeholt haben, die das jedes Jahr machen, dieses Jahr, ich sage es mal so ganz salopp, aus verschiedenen Gründen und Überzeichnungen ihrer Kapazitäten nicht aus dem Knick kommen. Wir sind also dabei, die anzumahnen. Es ist nur sehr schwierig, jetzt in der Zeit im Frühjahr, wo alle Kommunen ihre Straßen reparieren lassen, Alternativen zu finden. Mir wurde von dem zuständigen Mitarbeiter, der befristet die Stelle von Herrn Lorenz jetzt einnimmt, von dem Herrn Vogel, mitgeteilt, nächste Woche soll es wohl losgehen. Dankeschön, Herr Immisch. Herr Heller, noch eine Nachfrage? Ja, Herr Immisch, danke, dass Sie sich auch um die Werkstraße kümmern, aber die Bergstraße hatte ich angefragt. Das wäre auch nett, dazu noch was zu hören. Ja, Bergstraße. Dann ist das, Herr Heller, muss ich mich entschuldigen, ein großes akustisches Missverständnis, denn ich hatte aus dem Gremium damals auch Werkstraße mitgenommen. Habe noch gesagt, was mag der wohl meinen? Ich kenne nur die Werkstraße zur C-Mark dort hinter. Wenn Sie Bergstraße gesagt haben, ist das vielleicht auch mein, na gut, das Gehör ist eigentlich noch ganz gut, aber ich habe es nicht verstanden. Wir klären das. Herr Weißbrot, bitte. Ja, es wurde ja heute schon mal was zur Verkehrssituation in Brühl gesagt. Dort sollten ja Prüfungen stattfinden, was alles gemacht werden kann, abseits von dieser Bankgruppe. Wir hatten damals angeregt, dort diesen verkehrsberuhigten Bereich zu machen, also wie man sagt Spielstraße, also wo Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Gibt es da neue Erkenntnisse? Weil das ist aus unserer Sicht die einzige Geschichte, wie man das ein bisschen beruhigen kann. Kann ich, wie gesagt, nur zum Teil beantworten. Ich hatte es vorhin schon gesagt, bei der Anfrage oder bei der Kritik von Herrn Falz, hatte ich ja gesagt, dass bei Herrn Beckel zurzeit, ich sage es mal so, unser Antrag in Anführungszeichen liegt, diese Bankgruppe dort aufzustellen und wir das dann, sofern er das so verkehrsrechtlich anordnen wird, das kurzfristig umsetzen. Die Sache mit der Einordnung als verkehrsberuhigter Bereich ist ja im Vorhinein lange diskutiert worden, wo Dr. Kunze noch da war, das war auch der erste Ansatz. Nur lässt sich, aber auch diese Entscheidung liegt bei Herrn Beckel im Bereich Recht und Ordnung. Aber ich kann das vorwegnehmen, es ist also wie gesagt im Vorhinein lange besprochen worden. Leider lässt sich die Funktion im Straßennetz des Brühls mit diesem Ansatz nicht vereinbaren. Es müssen da bestimmte Kriterien da sein, dass ich sowas anordnen kann. Ist wie gesagt das Thema von Herrn Beckel, aber ich habe mich ja mit ihm auch unterhalten und diese Kriterien sind dort unten nicht erfüllbar. Ne? Allein schon, dass eben auch der Bus dort langfahren muss, nach den jetzigen Fahrplänen, dass bestimmte Hauptverkehrsrichtungen dort lang gehen, kann ich diese überwiegende Aufenthaltsfunktion dort verkehrsrechtlich nicht regeln. Das beißt sich. Kann Ihnen der Herr Beckel wesentlich besser erklären, als ich mit Paragraphen untersetzt, aber das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Deswegen funktioniert es nicht. Herr Weißbrot, eine Nachfrage? Ja, wir haben ja schon ein paar Mal über das Thema diskutiert. Da wäre es vielleicht auch schön, wenn der Herr Beckel mal da ist, dass er mal was Greifbares sagt. Wir hatten meines Erachtens nach irgendwann mal die Aussage gehört, dass aufgrund von Zusammenarbeit oder mehr oder weniger Anweisungen mit dem Denkmalamt der Platz so gestaltet wurde, dass der Platzcharakter im Vordergrund steht. Mit diesen ganzen abgesenkten Geschichten. Deswegen ist er jetzt so, wie er ist. Was wohl nicht anders ging. Aber das hat ja mit einer normalen Straßenfußgängersituation überhaupt nichts zu tun. Und wer sich das mal in Meuselbiss anguckt, wo die verkehrsberuhigte Zone ist, da fährt auch ein Bus lang. Ich weiß nicht, ob dort die Hauptverkehrsströme sind, also kann ich jetzt nicht beurteilen, welche Maßstäbe das sind. Aber so wie dieser Platz gebaut worden ist, ist er einfach dafür prädestiniert, eine verkehrsberuhigte Zone zu sein. Und das ist aus unserer Sicht auch das Einzige, was dort funktionieren wird. Keine Frage.
Gibt es weitere Anfragen? Nein. Ist nicht der Fall. Herr Dr. Weisbach. Dr. Weinhold, bitte. Reinhold. Ich hätte eine Anfrage für den Bereich Bornpromenade, dieser Gartenabschnitt, Grünfläche zwischen Bornpromenade und Schwanenteich. Ich laufe dort jeden Tag vorbei und sehe eine zunehmende Degradierung dieser ganzen Grünflächen dort und der Zäune. Das sind also Zäune. Es war eine Gartenanlage. Der Eigentümer ist die Stadt Zeitz. Soweit mir bekannt ist, wurde von Seiten der Stadt den Pächtern die Pacht um 100% verteuert. Das ist das, was ich gehört habe. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Was ich aber sehe, ist, dass die ganzen Gärten, ehemaligen Gärten, also ein Großteil der Gärten, vielleicht 80-90% mittlerweile verwildern, dass die Grundstücksgrenzen mit Jägerzäunen oder mit Holzlattenzäunen die Zäune eingetreten werden, dass die Gartenanlagen von Jugendlichen oder anderen Vandalen beschädigt worden sind, dass dort Müll draußen liegt und das mitten im städtischen, ja, ist wirklich so, mitten im städtischen Bereich. Ich persönlich habe Anzeige gestattet gegen Unbekannt, habe 10 Jugendliche nach meiner Arbeit quasi dort aufgehalten, habe die Polizei kommen lassen, nachdem dort diese ganzen Einbrüche stattgefunden haben. Und wir sprechen hier von einem Bereich, der wirklich mitten in der Stadt liegt. Einer der wenigen Wege, die auch für Familien und Rentner ein Naherholungsgebiet sind. Die Bornpromenade, dann Verlängerung zur Dr. Flörige Promenade bis ins Knittelholz, ist einer der schönsten Spazierwege in Zeitz, der momentan völlig verfällt. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob das mal so registriert worden ist, ob sich da schon mal jemand damit befasst hat und was man vielleicht tun könnte, um diese Situation dort zu verbessern. Das war's, danke. Danke, Dr. Weinhold. Herr Immisch, bitte. Also ich kenne die Situation genauso wie Dr. Weinhold. Nur mal zur Grundlage. Es sind erstmal nicht alles städtische Gärten, also es ist ein Großteil Privatgärten dabei, auf die wir keinen Einfluss haben, sage ich jetzt mal. Gemeinsam auch mit Herrn Hittrich sind wir ja auf dem Weg, ich sage es mal vorsichtig, ein Kleingartenentwicklungskonzept zu erstellen, das allerdings als Konzept auch nur, ich sage mal, Fördermitteleinsatz mal später für Rückbau und dergleichen mal regeln kann und wird, sofern es mal Fördermittel von Landes- oder Bundesebene geben sollte. Bis jetzt ist das nicht der Fall. Und den Anfang hatten wir gemacht, weil uns die Probleme bekannt sind, mit dem Teil, der also Richtung Schwanenteich, Schlangenweg dort unten ist. Dort sind mal ein paar Gärten rückgebaut worden, ein paar Bäumchen gepflanzt worden und der Zaun weggenommen worden. Das war eigentlich das gemeinsame Ziel, auch mit dem Regionalverband, ist aber wie gesagt dann an Eigentumsfragen, an noch bestehenden Pachtverhältnissen und dergleichen im Moment noch gescheitert. Und die Zaunanlage ist eben auch, die mich auch jeden Abend, wenn ich mit dem Hund lang gehe oder am Tag auch stört, die immer mehr einfällt. Ich habe da selber auch schon Zaunfelder mal wieder ein bisschen festgemacht, die auf die Grünfläche gefallen waren. Aber auch die Zaunanlage ist nicht der Stadt. Die gehört zum großen Teil den privaten Pächtern oder gehörte diesen und die nicht mehr kommen. Also es war im Großteil mal in Mode aus DDR-Zeiten noch gewachsen, dass etliche Leipziger dort ihren Garten hatten, weil eben dort man preisgünstig zu einer Datsche kam. Das ist alles nicht mehr und steht eben, wie gesagt, ein Großteil leer. Auch die Zeitung hat es ja geschrieben, 2 Brände vor Kürze. Es ist fast jeden Tag passieren dort Einbrüche. Das geht wieder zu dem Thema, was wir eingangs hatten. Wie gesagt, Ziel ist es, die Gartenanlage rückzubauen, aber wir können dann nur an einem Teil mitwirken. Das ist das Problem. Weil eigentumsrechtlich sind wir nicht überall handlungsfähig. Nachfrage, Doktor. Bitte Nachfrage, Dr. Weinhold. Muss ich Ihnen recht geben, ein weiteres Indiz, dass wir das auch ernst nehmen, ist zum Beispiel der hintere Teil in dem Bereich, wo es dann zu der abgebrannten Schulturnhalle geht. Dort hatte ja, war Eigentümer die Erbengemeinschaft Netter, die dann der Stadt das übereignet hat. Ursprünglich war eine Schenkung vorgesehen, das war hat dann aus steuerrechtlichen Gründen eine andere Form gegeben. Und dort hat dann die ZIAG
mit zwei Maßnahmen, an die ich mich erinnern kann, dort die Lauben erstmal rückgebaut und auch die Zaunanlage teilweise weggenommen. Aber das geht eben dort nur, wo wir handeln können. So, Herr Hedrich, bitte. Nur eine Anmerkung, da ich ja der Vorsitzende des Regionalverbandes bin. Diese Anlage ist nicht bei uns organisiert, dem fällt die auch nicht in unseren Verantwortungsbereich. Und deshalb hatte ich ja zu Beginn der Frau Weber schon gesagt, dass das ein ernsthaftes Problem ist. Nicht nur da, sondern wo was kaputt geht, da wird noch mehr kaputt gemacht. Bloß noch mal zum Verständnis, ich bin froh, dass wir sie nicht haben in unserer Verantwortungsbereich. Wir haben genug Probleme mit unseren anderen 54 Anlagen hier in der Stadt. Danke. So, danke schön. Gibt es weitere Anfragen? Sehe ich nicht. Dann schließe ich den öffentlichen Teil unserer Sitzung, verabschiede unsere Bürgerinnen und Bürger, wünsche einen schönen Abend.